Ach, guck mal hier. Unser schöner Evo. Wunder Hüpfstadt KFZ. So, und jetzt werde ich euch erstmal zeigen, die Minimap funktioniert nämlich jetzt. Das ist ganz geil. Der Mann sieht einfach aus, als würde ich ihm die Fresse hauen wollen. Ich meine, alles gut. So. Genau, wenn ich mich jetzt über Events gehe, oh, guck mal hier, da werden alles geladen, nur weil ich es, wie gesagt, nicht mit dem Controller mache. Ich muss mit der Maus machen, dann geht's. Ich muss mit der Maus machen, dann geht es. So, wir gucken mal, was haben wir hier drüben? Recht viel. Soll ich jetzt da irgendwie rüber? Nein, ich will nicht, was hat er jetzt gemacht? Ah, jetzt habe ich da hingeportet, na, auch eine Option. So, was haben wir hier drüben? Wir haben hier, das Event können wir nicht machen. Ich glaube, wir haben doch ein F-Auto. Aber nee, das hier. Ah, stimmt, wir waren nur noch nicht da. 25.000 Belohnung. Ja, das könnte man machen. Dann haben wir hier drüben noch ein E-Event. Amateurrennen. Aber das ist noch ein bisschen weiter weg. Hier haben wir noch eine Autolieferung. Dann würde ich aber sagen, machen wir erstmal das F-Event. Kannst auch E-Fahrzeug nehmen. Echt? Jo, dann machen wir uns mal hier einmal GPS. Und dann porte ich mich gerade noch mal kurz in die Nähe, weil ich bin ein bisschen, fahrfaul. Ich bin ein bisschen fahrfaul. So, einmal bitte dahin. Gut, dann gehen wir mal ins erste Event. Und ich bin mal gespannt, ob wir unsichtbaren Gegenverkehr haben oder nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Bin mir gar nicht so sicher, ob. Das, wie gesagt, das V-Sync patcht auf jeden Fall, dass der Gegenverkehr nicht mehr so rumhasselt. Ihr seht ja, der Verkehr hier. Die zacken nicht mehr so. Die dürften jetzt nicht mehr so harte Spurwechsel machen, was ganz geil ist. Ah, ich darf beides fahren. Okay, E oder F. Okay, ja, geil, wunderbar. Ja, mittlerweile sehen wir die Bedingungen. Wie gesagt, Problem war, dass die Map-Bedienung, dass ich hier auf den Joystick des Controllers gelegt habe, nicht machen. Der hat nämlich keine genaue Position bei TDU und dadurch weiß das Spiel nicht, ob du auf der Map noch bist oder schon auf dem Menü, auf der Event-Auswahl. So, und wie gesagt, Gegenverkehr dürfte jetzt auch besser laufen, weil V-Sync an ist. V-Sync und 60 FPS sind leider, weil das Spiel muss mehr FPS und V-Sync aus machen leider Terror mit dem Gegenverkehr, weil der da irgendwie dran gekoppelt ist. Nehmt bei der Raptor ist ganz schön nett mit seinem Umbau hier, das ist ganz gut. Und Cora zieht hier vorne mit dem X5M oder war auch immer auch ganz gut weg. Ey, da guckst du dich einmal um und das erste, was passiert, die KI erstmal wieder full through. Ah, ist kein X5, ist ein Range Rover. Das erste, was du mal siehst, ist die KI, wie sie head-on in den Busch reinballert. Wo man sagen muss, ein Raptor würde nicht in den Busch reinballern, der Raptor würde den Busch umballern. Das ist der ganz wichtige Unterschied. Der wird umgeballert, nicht reingeballert. Da wisst ihr, ich meine. Das ist ein kleiner, markanter Unterschied. Ich glaube, es wird schon spielerisch deutlich mehr Spaß machen, jetzt, wenn der Gegenverkehr hier nicht mehr auf Sonic und ein bisschen Kokaina hier rumhasselt. Wenn ich so ein bisschen mehr einschätzen kann, wo die Jungs und Mädels hinwollen und ich den nicht deswegen in die Karre schlepper. Ich fahre den trotzdem noch fast rein. Ich brauche das gar nicht, dass die wir fahren. Ich schaffe es auch, wenn die nicht wir fahren, dass ich den ins Auto fahre. Das ist eine Attitüde, da seht ihr. Das ist eine Einstellung. Eine Einstellungssache. Wie sehr man es drauf anlegt halt. Das ist immer ein spannendes Rennen. Aber recht lang sogar. Aber gut, wir gehen auf 25k dafür, ne? Das hat lang zu sein. Ich hoffe, dass wir in eine Richtung fahren, wo das andere Event ist. Wir haben ja da rechts, weiter rechts noch ein Event gehabt. Wäre sehr schön, wenn das Event das jetzt in die Richtung bringt. Weil das wäre natürlich geil, weil ich mir dann Fahren sparen würde. Das wäre einfach nur super praktisch. Aber es sieht nicht so aus, weil grüne Straßen ist nicht so, wie ich sehen will. Fuck. Alles gut, sorry, mein Fehler. Moin, moin. Das macht es auch gleich besser, wenn man sich entschuldigt. Dann darf man dem anderen Passanten auch in die Karre fahren. Wenn ihr vorher sagt, so, oh, das tut mir leid, dann ist ein Head-on-Collision eine absolut legitime Aktion. Dieser Stream kommt auch wieder als VOD auf dem YouTube-Kanal, ja. Oder hier auf Twitch. Als Sub könnt ihr den hier auf Twitch schon direkt schauen. Und wieder ein paar Tage später als VOD dann auf YouTube. Natürlich hat es nicht die KI gefixt, die ist weiterhin broken, aber das kann auch kein Mod fixen. Die KI von TDU ist leider, die ist existent dabei,
Und dann hört es halt auch schon auf. Die fahren halt mit. Die sind jetzt nicht unbedingt Teil der Spielerfahrung. Die geben nur so ein Gefühl, dass man nicht alleine rennen fährt und allein lang. Alleine. Holy shit, Junge, den habe ich auch aus dem Leben geschallert. Noch 27 Sekunden. Klassischer Vorsprung. Wo die mir am Anfang noch weggezogen sind. Naja. Ja, genau, die sind Deko. Aber schöne Deko, muss man sagen. Bei Ikea kriege ich keinen Range Rover. So, 25k gibt das jetzt erstmal. Wunderbar. Haben wir die 2 Karma voll. Die hätten wir schon längst voll, wenn ich nicht 20 Autos gekauft hätte. Aber davon jetzt mal ab. So, wo sind wir denn jetzt? Hallo, Map. Danke. Wir sind auf jeden Fall in die Richtung gefahren, wo ich hin wollte. Das ist doch praktisch. Auto mit 2 Sitzen. Doch, der TT hat 2 Sitze. Nee, zählt der TT als 2 Sitzer? Offiziell hat er 4. Aber dann würden wir die ganzen Events hier auch wieder freischalten. Warte mal, ich gehe mal zu James. Also der TT müsste ja eigentlich zählen, oder? Wenn ich ehrlich bin. Der TT hat ja auf jeden Fall... Also klar, der hat 4 Sitze, aber ehrlich, Alter, da kann hinten keiner sitzen. Das zählt nicht. Das ist wirklich nur als Optik, ey. Das Ding zählt zwar als 2... Ja, sag ich so, du bist jetzt gegen 2 Sitze. Wait. Warte mal. Ja, der gute Zweisitzer Evo. Ich bin immer wieder begeistert, dass die Limousine Mitsubishi Lancer ein klassischer, wie man eindeutig sieht, Zweisitzer ist. Dieser Wagen spricht eindeutig die Sprache von: Meine Fresse, wie geil sehen zwei Sitze aus, wenn es 5 sind. Okay, mir auch egal, ich fahre gerne mein Evo. Ah, ich darf hier nicht von der Straße fahren. Naja. Ich habe ja Zeitlimit und... Nee, warte, ich fahre falsche Richtung, ne? Scheiße. Dann fahre ich jetzt richtig? Ich fahre falsch rum, ne? Fuck. Muss in die Richtung. Nee, muss schon in die Richtung. Okay, doch dem Grünen folgen. Bin jetzt auch irritiert. Weil die blaue Straße und der Pfeil... Also weil der Punkt in ganz andere Richtung ist, als ich fahre gerade. Egal. Sorry, ja, alles gut. Ja, ich fahre schon richtig. Gut. Der Punkt habe ich nur irritiert, weil der in eine andere Richtung ist. Wir fahren ja außen rum. Macht ja Sinn. Alles gut. Könnte auch Minimum 2 Sitze gewesen sein. Ja, aber gibt es überhaupt einen Einsitzer? Hast du ein Motorrad? Ja, Motorrad zählt. Wenn man Motorrad wählen hätte, dann... Aber das ist ja so eine kleine Zielgruppe in dem Spiel hier. What the fuck, Alter. Ja, die haben leider ein Motorrad. Aber ich habe ein Gepäck dabei. Ja, wo ist jetzt mein Scheißproblem dabei? Oder? Gut, der Verkehr ist ein bisschen leichter zu... einzuschätzen. Das macht trotzdem schon mal, vor allem für die Mission, ein bisschen einfacher. Ich bin mal gespannt, ob wir noch unsichtbaren Verkehr haben. Ich weiß nicht, ob V-Sync das schon komplett fixt. Es könnte auch sein, dass das schon dadurch gefixt ist. McLaren auf 1, wenn man die 2 Sitze nicht mitzählt. Ja, der McLaren auf 1 ist ja rein rechtlich ein 3-Sitzer. Wenn man ehrlich ist. Was ja auch lustig ist, deswegen der Speedtail, also der F1, nicht F1-Nachfolger, das wäre ein bisschen hochgegriffen, aber das Ding, was auch mit, wo der in der Mitte sitzen kann bei McLaren mittlerweile, ja, manchen Ländern nicht verkauft werden darf, weil manche Länder die Vorgabe haben, ja, sitzt ihr jetzt links oder rechts, ihr könnt nicht in der Mitte sitzen, das ist keine Sitzposition. Es gibt wirklich Palette, die Länder, die da sagen so, ja, links oder rechts entscheiden sich, Mitte ist keine Option, ihr sitzt nicht in der Mitte. Wo kommt man denn da hin, wenn Leute in der Mitte sitzen würden? Also, das wäre ja lächerlich. Die Länder sind mir sympathisch, Recht und Ordnung. Könnte auch Deutschland sein, aber ich... 20 Punkte Abzug, Bruder. Ich habe ihm gerade nur komplett die Seite rasiert. Übertreib's doch nicht. Wie in der Politik. Die können nicht neutral sein, links oder rechts. Das ist ein fairer Punkt, ja. Das ist wie in der Politik. Deswegen finde ich Autos auch England immer so gruselig. Rechts sitzen ist einfach nicht okay. Außer aus Japan. Die dürfen rechts sitzen. Ich müsste auch gar nicht so schnell ballern. Ich glaube, ich würde sogar recht gut in der Zeit packen eigentlich. Digga, aber das sind deine Missionen! Ja, geil, 10 Punkte, ey. Oh, dieser Gegenverkehr manchmal, ne? Also, ihr seht's, ich habe nur noch 10 Punkte beim Fahren. Also, ja, ihr seht's halt nicht. Links unter mir ist die Fahrenanzeige. Ich bin von 70 gerade auf 10 gekracht. Also, von 50 auf 10. Weil der Kollege meinte so, oh, da fällt jemand auf mich zu. Ich sollte Event gegenfahren. Ja, halten wir diesen Mann frontal auf. Wir haben noch kein unsichtbares Auto. Ändert das was an der Kollisionsstatistik? Absolut gar nicht. Oh Mann, Alter, wie soll ich 10 Kilometer mit 10 Punkten schaffen? Bleib zu. Du hast geblinkt. Die Musik ist gerade schön.
Ich wollte einmal hier ganz kurz über die Rollspur, die extra. Ah! Und eigentlich nur noch Vollgas jetzt. Da kann so viel nicht schief gehen. Bleib, wo du bist. Ich hab ein bisschen Schiss, dass die dann nämlich reinlenken. Der Gegenverkehr ist ein bisschen unberechenbar. Heißt nicht mehr Punkte auch mehr Knete? Ja, wir brauchen keine Kohle. Wir sind über 200k reich. Wir haben eine Evo und eine TT. Ich bin finanziell komplett unabhängig. Ich weiß nicht, warum die manchmal einfach auf die linke Spur fahren. Weil ihr müsst jetzt nicht überholen. Das ist typisch auch deutsch so. Ja, aber in 2 Kilometer könnte hier ein Auto kommen. Hast du recht, Rüdiger, fahr mal links rüber. So, 7 Kilometer noch. Wir machen das, wir machen das. Ich habe noch 3 Minuten. Ich weiß nicht, was zeitlich gerade aufgeht. Das ist ja so mein Ding, wo ich gerade so ein bisschen die Vermutung habe, dass es knapp nicht werden könnte. Ja, wir lassen es mal auf uns zukommen, was passiert. Mann! Ey, warum? Was war der Mindset jetzt so, Digga? Der lenkt nach rechts, soll nach links lenken. Scheiße. Ja, ah, nein, ich wollte nicht weiter drücken, ich wollte nochmal. Ah, dummer Pisser. Entschuldigung. Egal, jetzt habe ich das Event hier freigeschaltet. Mir doch scheißegal. Da kann James gucken, wo er bleibt. Mir doch scheißegal mit James. Da, Amateurrennen. Wunderbar, ich habe genau das geschafft, was ich wollte. James kann sich verpissen gehen. Ich meine, James ist sicher ein cooler Dude, aber ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Oh, guck mal. Ah, guck mal, da hat jemand Geschmack. Da hat jemand Geschmack, habt ihr gesehen? Da hat jemand ein gutes Auto gewählt. Guckt euch mal an, da vorne hat jemand richtig Geschmack. Ja, also wirklich. Der kann doch nicht damit umgehen, aber das Auto ist schön. Bei dem Wagen kommt nicht Skill mit inklusive. Das muss man sich noch anüben. Aber da hat jemand da. Da weiß jemand was Gutes. Wunderschön. Tolles Kfz. Wunderbar. Müssen wir auch noch kaufen. Ich hab einen Subaru Händler. Ich kenn ein bisschen. Ich hab noch nirgendwo einen Subaru gesehen. Genau, ich meine inklusive. Was ein geiles Schiff. Das ist auch so schick in Nismo, ne? Ich kann gleich mal andere Musik wählen. Ja, der Fahrt ist ein bisschen schwierig. Nee, Rockradio habe ich jetzt keinen Bock drauf. Retro Wave ist gut, keine Ahnung. Boah, das war knapp hier, ey. Weil bei einer der Gegner auch dranbleibt. Gut, es geht auch wirklich nur geradeaus. Sind wir mal ehrlich, das kriegt selbst eine KI irgendwann hin. Oh, da. Das Dr. Dale Snoop Dogg, das nehme ich wieder. Also, ich bin jetzt wieder abgebrochen. Wie viel Geld kriegt er für 10k? Wunderbar. Zumindest Edward. So. Hier haben wir ganz schön viele Events hier oben auf dem. Holy shit, Alter. Fahrzeugbeschränkung nur Autos. 140 mph auf kurvige Strecke. Da muss ich 140 mph halten, ist schön, ne? Und hier habe ich eine wunderbare Zeitrennen. Ja, machen wir mal das Zeitrennen, ne? Da sehe ich mich. Ach, Snoop Dogg ist einfach ein Feeling, Alter. Ich fühle Snoop Dogg so hart, ne? Voll gut. Panda, ich will dir wirklich nicht in den Nahe treten. Aber ich verstehe nicht, wie Leute es immer noch schaffen, auf Twitch zu fragen, welches Spiel das ist. Es steht im Titel, es ist die Kategorie des Streams. Leute, bei Gott, macht die Augen nur ein bisschen auf. Das soll jetzt nicht böse klingen. Aber ich verstehe halt nicht, wie das funktionieren kann, es nicht zu sehen. So, du gehst auf den Stream, so, was ist das? Und, also, es ist wirklich nicht übersehbar. Und es ist jetzt nicht böse gemeint. So, wir haben hier wieder einen wunderbaren Score, wie ihr seht. Seht ihr nicht, jetzt seht ihr. Also, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, hier die Scheiße zu fahren. Das würdet ihr ja eher nehmen, RX7 oder R8. R8, weiß ich nicht. RX7 oder RX8 oder MX5, meine Fresse. Vom Vibe her RX8, von der Technik und Haltbarkeit MX5. Oh, der Evo funktioniert in den Kurven hier sehr schön. Sehr schön, galant.
Weiß nicht, ob der Wagen hierfür schnell genug ist für das Event. Wenn ich so auf die Zeit achte, ist das aber eine knackige Zeitvorgabe. Also auf jeden Fall nicht viel Fehlerpotenzial möglich. Ach ja, minus einen Punkt, komm, leck mich. Ja, ich muss aber in der Runde 2 jetzt mal richtig fliegen lassen. Gut, rein da. Rein da, volle Pulle. Attacke, komm, Evo, zieh. Ah, da hab ich aber langsam, da hab ich aber Zeit verloren. Ei, ei. Schön hier rein, schön, wunderbar. Hier mal ein bisschen mehr Speed mitnehmen, Wunderbärchen. Ah, Stream Elements wieder zurück. Da ist Stream Elements wieder da. Lebt es? Es lebt. Stream Elements lebt. Ja, ein bisschen wie bei Frankenstein. Finde ich mal geil. Wenn Leute fragst, so, ey, weißt du, wie heißt Frankensteins Monster eigentlich? Und dann Leute kommen, heißt Frankenstein. Und dann denkst du so, nein, Digga, es heißt ja Frankensteins Monster. Wow. Das Monster ist von Frankenstein. Frankenstein ist ein Dude, das erschaffen wir nicht, das Monster. Bro, der Name heißt schon so. Okay, Referenzzeit habe ich mal überhaupt nicht geschaut. What the fuck. Aber ja, der Mod lebt wieder. Stream Elements ist zurück. Hat auch nur eine halbe Stunde gedauert. Das war nicht gut. Unser Wagen ist eindeutig zu langsam. Ah, ich habe Silber geschafft. Okay, wir haben es abgeschlossen. Mir scheißegal. Abgeschlossen, abgeschlossen. Gut. Fehlt das denn dann überhaupt, das abgehakt? Ja, das hat ein Silberding. Also abgeschlossen ist ja wirklich dann erst... mit Jolt, aber gut. So, jetzt haben wir dieses nur Kurvi, nur 140 mph auf einer Strecke. Dann probieren wir das nochmal. Das ist ein Temporennen. Jetzt zählt es die benötigte Geschwindigkeit, um das Zeitlimit zu erreichen. Ja, 140 mph sind wir. Was sind 140 mph? Wie viel km/h sind das? 226, okay. Wenn man streng überlegt, ist Dr. Frankenstein ja dann ein Bodybuilder. Ja, das lasse ich einmal durchgehen, okay? Das lasse ich einmal durchgehen, der war gut. Der war durchweg wirklich sehr in Ordnung. Wir müssen auf der Strecke irgendwo 140 Meilen schaffen, also 226 km/h. Ich weiß gar nicht, ob der Evo die überhaupt packt, aber... also schon, also wann? Ich kann ja fahren, wo ich will, ne? Wunderbar, dann nehmen wir die Strecke hier gerade mal. 30 Sekunden dafür. Ich brauche viel mehr Straße. Verpiss dich! Ja, komm! Alter, jetzt... ach, hier kommt wieder jeder gegen mich. Komm, neu starten. Leck mich doch am Arsch, Alter. Jeder von dem Gegenverkehr fahren sich, steht mir wieder im Weg rum. Ganz Hawaii hat keinen Bock auf Street Racer. Ich kann's nicht verstehen. Warum man gegen Kriminelle vorgeht. Mann, Alter. Wirklich ekelhaft. Ich steh einfach um. Hier vorne ist ja eh lange gerade. Warum soll ich überhaupt die Richtung fahren? Fällt mir gerade auf. Ja, fahren die 20 km/h auf der kurvigen Landstraße. Oder ich denke mir so, ja, oder auf der langen Landstraße hinter mir. Here we go. So. Regel brechen. Das macht Spaß. Ganz schön gedämpft im Hinterraum. Er hält das Lenkrad auch sehr zart. Nämlich nur mit den Handballen. Er drückt nur die Hände dran. Er hält das Lenkrad aber nicht fest. Das wird einfach nur so gefahren. Ist ein bisschen kriminell, beim Evo vor allem. Ich weiß nicht, ob man das mit so viel Leistung machen sollte, aber der Mann weiß schon, was er tut, wahrscheinlich. Also der Mann bin ich ja, also natürlich wissen wir, was wir tun. Wollte ich hier gerne. Komm, jetzt kriegst du 226 drauf, Bruder, bitte! Evo! Do it! Ja, geschafft, okay. Rennen beenden. Yes, nice. Ah, sehr gut. Bisschen gedauert, aber 10k leicht verdient. Leicht verdiente 10k. Ich glaube, wir müssen auch noch ein weiteres Auto kaufen, damit wir weiter hochleveln, ne? Oder was war das? Warte mal, ich will mal ganz kurz in mein Domizil. In mein Domizil will ich gerade mal reisen. Wo habe ich mein Domizil nochmal? Da ist mein Domizil. Mal ganz kurz nach Hause. Weil ich will noch mal ganz kurz gucken. Info. Spielfortschritt. So, da müssen wir ja weiter progressen. Bei Einzelspieler, 10 von 10. Ah, wir müssen, okay, 6 weitere Rennen, dann kommen wir weiter. Dann haben wir, gut, Multiplayer zählt nicht. Einkäufe. Ein weiteres Auto, wir kommen weiter voran. Das könnte natürlich schon mal geil sein. Ich glaube, wir würden noch ein Auto kaufen. Haben wir noch Platz in dem Haus? Wir können noch. Oder Hawaii entdecken. Wir können natürlich einfach entdecken. Stimmt. Fahren. Ja, wir müssen noch ein paar Kilometer fahren, dann geht es natürlich auch voran.
Aber wir könnten natürlich auch ein weiteres Auto kaufen. Aber es macht eigentlich noch keinen. Obwohl, doch, es macht schon Sinn. Ich würde schon gerne noch ein weiteres Auto kaufen. Aber wir haben noch keinen weiteren Autohändler entdeckt, ne? Und das Problem ist halt, wir haben ja trotzdem noch keinen. Über E-Klasse, wir dürfen ja noch gar nicht schneller das fahren, ne? Wir können ja noch gar keine schnelleren Rennen als E-Klasse fahren, ne? Ist alles noch nicht drüber. Das ist nämlich das ist gar keine Beschränkung. Oh, das hat keine Beschränkung. Nur Autos, guck mal. Okay, das sind Beschränkungen, die gut für uns sind. Okay, wir können auch anderen Kram kaufen. Wir haben hier Events, die auch sagen, mach, was du lustig bist. That is it. Warte, hier haben wir Lamborghini. Können wir mal kurz zu Lamborghini reingehen? Hier fühle ich mich aber wohlig. Oh, holy shit. Stimmt, kann ich mir Musialago leisten? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Gallardo Spider. Ich glaube, mit Musialago bin ich ein bisschen motiviert. Ah, verdammt, fast. Ich könnte mir das Vorfacelift leisten, aber ich will schon das Facelift, aber ich hätte gerne eine LP640. Ach, schon teuer. Eigentlich sollten wir ein bisschen Geld sparen, weil wir brauchen noch schnellere Autos in den anderen Klassen. Ich sollte erstmal nur so ein okay schnelles Auto kaufen. So ein 100k-Auto, das wäre ein fairer Kauf. Ein 100k-Kauf wäre eigentlich in Ordnung. Also rede ich mir jetzt gerade ein, dass es voll in Ordnung wäre. Hier hätten wir Audi. Ja, wobei, bei Audi waren wir ja schon. Ich gehe jetzt gerade nochmal zu Audi, um noch ein Audi zu kaufen. Wir haben eindeutig schon ein Audi. Wir brauchen nicht noch ein Audi. Ich weiß nicht, warum ich das hier gerade mache. Oder wir kaufen schon ein D- oder C-Auto. Stimmt, wir können natürlich auch direkt schon ein Auto für die nächste Oh, wir wollten den BMW ja kaufen. Ich wollte einen 3-Loch kaufen. Ich wollte einen 3-Loch haben. Hier. Wunderbar, das wollte ich doch machen. Wir wollten noch einen E640 kaufen. Guck mal an. Das wollten wir noch machen. In Phoenix Gelb. Oh, der Günther Sticker Blau ist aber auch sexy. Puh. Obwohl das Dunkel hier auf Topaz Blau auch ziemlich gut ist. Aber nehmen wir schon Phoenix Gelb. Wir nehmen Phoenix Gelb. Wir nehmen Phoenix Gelb. Ich bin Phoenix Gelb. E640 M3 kaufen. Here we go. So. Bisschen Progress und ein Auto gekauft. Sie haben bereits 4. Das wird ja langsam eine echte Sammlung. Vielen Dank. Dankeschön. Ah, ja, den wollte ich eh kaufen. Wir gucken gerade in die Stoßstange rein. Die Kamera war ein bisschen nah dran. Ja, was hat er jetzt für eine Route angewählt? Hä? Sie sind jetzt ein Profi. Pausen ist jetzt der Editor-Mod, mit dem sie eigene. Oh! Wir haben Profi-Herausforderungen freigeschaltet. Ja, nice. Oh, jetzt sind gerade schon wieder Autohersteller aufgeploppt hier oben, ne? Ich habe aus Versehen eine Route angewählt. Hoppla. Nein, ich wollte da nicht hin. Port. Ach, verdammt, Alter. Das Menü steuert sich jetzt echt ein bisschen zickig, dadurch, dass ich halt. Wie kriege ich die scheiß Route da unten weg? So, jetzt. Gut, wir brauchen erstmal keine wichtigen Orte mehr. Wir kaufen jetzt erstmal kein weiteres Auto, weil wir kein Geld dafür haben. Hier hätten wir. Oh, hier können wir D-Klasse schon fahren. Guck mal, hier können wir schon D-Klasse fahren. Ich kann das Menü. Kann ich halt nicht steuern, ne? Gar nicht. Warte mal, da sind halt keine Tasten belegt. Warte, wir müssen mal kurz die Tasten für die Karte belegen. Dass ich gar nicht steuern kann, ist halt auch Bullshit. Ist gut, komm. Links, rechts. Okay, ja, wo mache ich denn links, rechts dann drauf? Ah, hier geht's. Rechts, oben. Unten. So, danke schön. Jetzt kann ich auch die Karte bedienen, ne? Verlassen. Nee, nicht beenden. Fortsetzen. Kann ich jetzt hier rüber? Ah, das ist nur das Ding hier. Ja, das brauche ich ja nicht. Das kann ich jetzt. Mann, das kann ich ja selbst steuern. Oh, was ein Bullshit hier. Wartet mal. Unnötig kompliziert. Löschen. Links, rechts, oben, unten. So, jetzt aber. Verlassen. Fortsetzen. Ah, danke schön. Das wollte ich haben. So. Hier haben wir nur Salin. Ja, wunderbar, Digga. Danke für nix, Alter. Hier unten neue Events. G. Ja, klar. Natürlich. Natürlich G. Hier haben wir nur 170 in dichten Verkehr. Ui, das können wir machen. Ich will die Straße. Ja, ich kann mich da hinporten. Komm, leg mich. Das probieren wir mal aus. Da haben wir unten hier mal eine schöne Aufgabe, die wir mal machen können. Ich kann mich dort hinporten. Komm. Ich war auf der anderen Straßenseite. Das finde ich mir geil, dass er sagt, die waren noch nicht da. Ja, doch, auf der Straße daneben, Mann. So. Wie viel Kamera sind das? 274. Ja, das würden die 46 doch locker packen, oder? Ich habe keine Ahnung, ich vermute nicht, ey. Ich weiß nicht, was hat er für ein Topspeed? Also, der 274 vermute ich, dass er nicht schafft, aber ich weiß halt nicht, wann. Ich
fahr sicher nicht im Gegenverkehr. Das kannst du mal vergessen, Digga. Oh, er nutzt sogar die Flappy Pedals. Oh, Klang ist aber gut. Klang ist aber ganz nett. Ah, okay, obwohl die 274 klingen vernünftig. Der Wagen zieht hier auch gerade ganz gut durch bei 240. Komm, here we go. Komm, zieh. Schalt! Komm! Mal einen Sechsten rein. Komm jetzt! 260, komm! Ist hier viel Verkehr! 240, komm jetzt, 46, tu it! Oh, natürlich komm, ich Bruder, jetzt komm auf 274 hoch! Er schafft's nicht. Nee, wir haben nicht genug Bums. Oder? Nein, es wird nicht reichen! Ach komm! Das schaffen wir irgendwie, das muss machbar sein. Als ob nicht. Aber es könnte knapp sein, dass wir wirklich 274 mit dem Kollegen nicht schaffen. Komm schon. Haben wir schon einen Tuner frei? Dann können wir das sonst machen, ja. Aber jetzt zieht er so sauber durch bis 250, dann geht auch richtig was. Nee. Ja, wir gucken mal, ob wir ihn tunen können. Ich guck mal gerade, ob wir einen Tuner frei haben. Wir brauchen ein bisschen mehr Bums im E46. Ah, Mann, Alter. So, gucken wir mal. Haben wir einen Tuner irgendwo frei? Today's American Parts. Scheiße. European Specialist. Wunderbar. Da ist mein Mann, der holt mir jetzt mal ein bisschen Topspeed raus hier aus meinem E46. Oh, da steht ein E46 im 3 im Hintergrund. Uiuiui. Hersteller BMW. Nee, nicht kaufen. Aber 310 km/h wären schon gut. Und dann haben wir noch. Mann, nein! Dass die Menüs voll einzeln sind, ist bescheuert. Wir haben noch M-Power. Oh! Ah, verdammt, da tun wir direkt in die A-Klasse rein. Aber, Alter! Okay. Das ist ja. Das kostet den bei 250 km/h. Wir brauchen nicht mal drüber nachdenken. Aber, Alter, das ist ja geil. Wir haben einfach den Most Wanted M3 im Spiel. Das ist ziemlich geil. Okay, für A-Klasse haben wir auf Dauer mein Auto auf jeden Fall schon mal parat liegen. What the fuck? Tier 3, Most Wanted. Okay, machen wir jetzt natürlich nicht, weil es nichts bringt, aber wir machen mal. Für 30.000 hätten wir 337 km/h, also immer noch eine D-Klasse. Dann machen wir mal ein 30.000 Tuning-Kit, komm. Machen wir mal ein 30.000 Tuning-Kit. So, jetzt sollte dieser Wagen auch wunderbar das Tempo schaffen, was uns versprochen worden ist in der Broschüre. Ich hätte natürlich gerne den M3 genommen, also den GTR, natürlich. Don't mind me, aber gut. Wir können nicht alles haben, Leute. Das kommt noch. Wir sind noch nicht in der A-Klasse angekommen. Und außerdem haben wir noch nicht 250 km/h rumliegen für ein Bodykit. Und ein bisschen Leistung. So. Gut, dann schauen wir doch mal. Matsu, willkommen im 4. Monat. Danke für den Restart. Dankeschön. Wir haben hier News bekommen. Ja, wir sollten mal in unsere Infos gehen. Mal gucken. Wir gehen mal gleich kurz mal in unseren In der Heim, Haus, wie ich meine. Oh ja. Oh, da ist ein Druck im Kessel. Guck mal an hier. Ja, Vollgas. Bam. Oh, ja, Leistung. Da schreit der Sechszylinder. Geil. Das lief jetzt easy going. Das hat er gut abgespult. Das lief ja mal richtig seidenweich. So, was haben wir denn für Nachrichten bekommen? Irgendwie News bekommen. Digga, sie ist der krasseste Typ auf dieser ganzen Insel. Herzlichen Glückwunsch. Und ich will dann einfach antworten. Danke, dass es endlich jemand begreift. So. News. Sie haben bereits viele Fahrzeuge gesammelt, das weiß ich ja. Dankeschön. Sie haben Stufe Profi erreicht, das habe ich auch schon mitbekommen. Sie haben eins ihrer Fahrzeuge. Ach, das ist auch Spielfortschritt gewesen. Ja, nice. Das ist auch eine Aufgabe? Ist Tuning auch eine Aufgabe anscheinend, ne? Ah, da. Ja, eine. In einem Tuning-Magazin ein nice Paket für eine. Okay, nice. Ja gut, Clubgründen geht nicht, das geht natürlich auch nicht, aber nice, 10 extra Punkte bekommen. Ja gut, das hat sich ja gelohnt. Und Overall Progression? Ich meine, bis Experte dauert es jetzt wieder eine Weile, aber
Auch Kleinvieh macht Mist. Jetzt vor allem macht nächster Kleinvieh macht es auf jeden Fall, der Mist macht es auf jeden Fall Rennen fahren. Mir geht's soweit gut für den Wacker. Ich hoffe, dir doch auch. Dankeschön. Die 250k verdienen ist kein Problem. Die kriegen wir schon zusammen. Aber der A-Klasse BMW macht halt auch gar keinen Sinn, weil wir den nicht nutzen können. Das ist das Problem. Das ist ein Quatschfahrzeug. So, haben wir hier noch was. Hier hatten wir Salin. Das ist E-Klasse. Ja, da wollen wir aber nicht. Wir wollen, dass die Wettkämpfe. Wir waren doch hier in der Nähe schon. Na, guck mal an. Nur der Letzte gewinnt. Ah, oh fuck, das ist ja ein Eliminator-Rennen. Die Elendig, das dauert einfach elendig. Hast du schon einen Rari oder warum die Handschuhe? What the fuck? Ich weiß nicht, was mein Bruder hier anstellt, Julian, so geht das nicht. Was ist denn los hier mit euch? Ja. Ja gut, wenn mein Bruder Kaylek fährt, hat er das auch nicht anders verdient. Gut. Nee, wir haben noch keinen Ferrari. Kommt aber noch. Schön, Ferrari müssen wir auch eher kaufen als ein Lambo. Hast recht. Aber ich dachte, ich habe mich schon mal angezogen mit der Attitüde, dass ich ein Ferrari-Fahrer werden könnte in der fernen Zukunft. Man muss sich ja schon mal ein gewisses Mindset ausmalen. Und mein Mindset ist, dass ich ein unsympathisches Arschloch werde. So, Eliminator-Rennen sind in TDU 1 und TDU 2. Genau, richtig. Totale Huren, so ein Scheißrennen, weil sie eh nicht lange gehen. Und keine Herausforderung bieten, weil die KI ja, wie wir ja wissen, nicht auf Position von, oh, wie geil sind die denn, sondern eher, oh mein Gott, wie schlecht sind die denn sind. Aber die E46 hat es ein bisschen bumsen, deswegen geht es hier auch ein bisschen voran. Und wir wollen Progression und dementsprechend. Einmal ganz kurz hier einen kleinen Tony Hawk-Move gemacht. Oh Gott, holy shit, Alter, yo moin. E46 geht's best, wie man sieht, keine einzige Delle, wirklich tolles deutsches Fabrikat. Boah, im Innenraum ist aber laut, der Kollege. Ja, wirklich ist Dämmmaterial entfernt fürs Feeling. Und unser Tacho läuft nicht richtig, ah! Müssen wir darauf achten, wie schnell wir unten rechts fahren und was unser Tacho anzeigt. Leichte Differenz, ganz leichte Differenz, mal darauf achten. Unser Tacho, wir haben ein bisschen verstellten Tacho. Das Software-Tuning hat unserem Auto nicht gut getan. Irgendein Steuer geht, ist durchgebrannt. Guck mal, 260 bei 180. unser Tacho fängt gerade an, sagt und sich einmal selbst zu umrunden. Wir sind gleich wieder bei 0 angekommen. Wir fangen nicht 0 km/h wieder. Beste. Das ist top, Alter. Ich weiß auch nicht, warum der so derbe aufläuft. Aber der E46 fährt sich insane gut. Das ist voll geil, wenn du jetzt ohne Hand fahren würdest. Würdest du denken, boah, krass, wie schnell ich fahre. Oh nein, Maya wurde von den Piraten geholt. Na ja, gut, gehen wir wieder in die Außenperspektive. Mit Tacho, der stimmt. Gott sei Dank läuft der andere richtig. Zumindest läuft der andere Tacho richtig. Das sind die Kleinigkeiten. Ne, Maya wurde gekillt. Ah ja. Eliminator, auch in TDU-Sprache Death Race. Wenn ich hier noch ein, zwei Überrundungen mache. Ich sehe mich auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg dahin. Weil der E46 ist echt, war eine gute Wahl. Vor allem getuned ist der richtig nice. Hat schön Grip, richtig schön Druck dahinter im Kessel. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt noch mehr Autos kaufen oder ist das Haus schon voll? Ich bin gerade überlegen, ob wir unser... Sehe ich irgendwo auf der Anzeige, wenn ich mal im Haus gehe, dann muss ich sehen, ob voll ist, ne? Würde mich interessieren, wie viele Autos ich noch in mein Haus stellen kann. Aber ich glaube, es dürfte bald Feierabend sein. Ich muss wahrscheinlich eine weitere Immobilie erwerben hier im wunderbaren Hawaii. Ich muss meinen Einfluss ein bisschen erweitern. Ich glaube, Claire wurde auch gekillt. Schade. Schönen Tag noch. Das Haus hat 4 Stellplätze. Dann haben wir
4. Ne, wir haben 3. Dann haben wir noch einen Platz. Oder haben wir 4? Ich weiß nicht, wie viele Autos haben wir jetzt? Ja, kennen Sie das, wenn Sie gar keinen Überblick über ihre Häuser, ihre Autos oder irgendwas in ihrem Leben noch haben? Bekommen wir eine TDU Experience. Oder ein 3 GTR Bodykit kaufen. Es ist wirklich. Das ist die einzige Frage, die ich mir stellen kann. Möchte ich eine Immobilie kaufen oder meinen BMW in einen Rennwagen verwandeln? Kann ich in meinem Haus leben? Ja. Kann ich in meinem Haus fahren? Nein. Kann ich in meinem M3 leben? Mehr oder weniger. Kann ich in meinem M3 Rennen gewinnen? Absolut. Die bessere Anlage wäre der M3 GTR, da habt ihr recht, aber ich kann halt kaum nutzen, bis auf ein, zwei Events, wo Autoklasse egal ist. Nein! Aber hier ist aber nicht kurz davor, wenn jemand überrunden wird, vor mir gekillt. Hört auf, die Leute aus dem Leben zu schießen. Ich will was von meinem Vorsprung haben. Ich möchte ein Erfolgserlebnis haben. Haben wir die Sitze erstmal ausgemacht, sind wir mit dem 3 richtig gemütlich. Ja, du hast dann vor allem Klettergerüst noch hinten auf der Rückbank. Voll geil. Da kannst du die Wäsche aufhängen, alles voll praktisch. Multifunktionsstreben. Nennen die sich auch. Das Rennen ging jetzt sogar recht flott vorbei. Jetzt ist wieder so, oh Gott, das wird ewig dauern, aber das ging jetzt sogar noch. Voila. Der wäre gut für die Karte zu erkunden. Ja, der M3 GTR wäre ein sehr, sehr gutes A nach B Reisefahrzeug. Ist absolut richtig. Ich finde gut, wie ihr versucht, mir gerade einzureden, dass die 250k für dieses Bodykit eine verdammt gute Idee wären. Also wir haben schon 4 Autos, genau, wir haben TT, Evo, BMW und der S2000. Guck, wie alle der S2000 einfach ignoriert haben, Alter, also wirklich sehr frech. Bestes Auto aus dem Fuhrpark eigentlich. Aber ja, wenn wir 250k hätten, also wie gesagt, nächste Grundlage wäre erstmal ein Haus zu kaufen, eine weitere Immobilie in unseren Besitz zu bringen. Weil wie gesagt, unsere aktuelle Garage ist jetzt voll, heißt, wir müssen optimieren, Leute, wir müssen verbessern. So, warte mal, ich will mal gerade kurz gucken, kann ich beim Haus sehen, wenn ich drauf habe, wie viel... Ja, 4. 1, 2, 3, 4, ja. Wenn ich da reingehe, sehe ich auch richtig, dass die Garage proppevoll ist, wenn ich mich da drin umgucke. Man kann Autos verkaufen, aber ich will Autos nicht verkaufen. Da fangen wir gar nicht jetzt an. Wir machen hier jetzt eine schöne Sammlung. Wir haben E640 hier stehen. TT, ist echt eine schöne Sammlung nebenbei. S2000. Ja, ich glaube, es ist voll hier. Ich vermute, es ist voll. Ich vermute, diese Garage ist voll. Kahu Manu, das klingt so, warte mal. Nein, fortsetzen. Wie viel Geld haben wir denn? Wir müssen mal gucken. Wir brauchen noch jemand ein weiteres Haus. Wir haben aber kein, ich glaube, ein Haus zu teuer. 160k. Wir gehen mal kurz hier. Puh, 278k. Oh, okay, wir überlegen uns vielleicht noch. Oh, 6 Plätze. 265k. 150k. Guck mal hier. Das können wir uns jetzt weiter erstmal kaufen. Das ist dieses Apartment. Ja, wir holen jetzt mal ein anderes Starterhaus. Das ist eine gute Ausgabe. Immobilienbüro suchen. Das möchte ich haben. Das möchte ich haben. So, wo ist das Immobilienbüro, wo ich hin soll? Hallo? Da vorne? Ja, da, okay, gut. So, ich würde gerne eine weitere Immobilie kaufen. Ja, danke schön. Ich würde gerne... Aber wir können auch austauschen, ne? Stimmt, wir können aber austauschen, das Haus. Das hier. Gegen. Neuer Preis 71k. Ah, noch zu teuer. Ah, wir können aber ein Haus mit 6 Stellplätzen. Das ist ja richtig, das ist eine richtige Villa. Hier, guck mal an, Alter. Ah, wir könnten auch einfach auswechseln. Ja, aber jetzt können wir. Ich würde mich ja gerne einfach hochschlafen nach und nach. Einfach immer mehr Sachen kaufen. Aber die Sache ist halt. Wenn wir das andere kaufen, hätten wir 8 Stellplätze. So hätten wir nur 6. Und es kostet mich trotzdem 160k. Und ich bin trotzdem pleite, habe gerade 2 Stellplätze gewonnen. Aber ein ziemlich geiles Haus, eine ziemlich sicke Garage.
Nee, wir kaufen einfach. Nee, wir tauschen hier nicht ein. Wir kaufen. Wir erweitern. Wir fangen ja nicht an, dass wir hier weniger Immobilien haben. Wir werden einfach mehr Immobilien haben. Wir kaufen jetzt einfach das hier und gut ist. Nee, wir tauschen nicht ein. Nee, wir sind Sammler. Wir sind Jäger und Sammler, wie damals. Es ist, glaube ich, dasselbe Ding, wenn man sich Häuser kauft. So, weitere Immobilie gekauft. Wichtig. Gott, siehst du? Das findet das Spiel nämlich auch geiler. Jetzt stolz er davon zwei Luxushäusern. Sehe ich genauso. Genau, das ist wie hochschlafen. Wir haben ja eigene Betten. Ist aber auch schon fancy hier. So, wir haben auch wieder News bekommen. Jetzt stolz an zwei Besitzer von zwei Luxushäusern. Nice. Das gab auf jeden Fall auch wieder gut Progression, vermutlich, ne? Wo ist denn das dabei? Erkundung? Ne, Erkundung ist es nicht. Einkäufe. Ah, das gab 20 Punkte. DJ DMX, willkommen im 34. Montag für den Resub. Dankeschön. Oh, das nächste gibt es erst bei 15 Häusern. Ja, da müssen wir ein bisschen investieren, Leute. Jetzt muss auch mal ein bisschen investieren. Und erst bei 10 Autos kommt der nächste Achievement. Gut, wir haben noch 18.000. Jetzt geht es erstmal wieder ins Geld verdienen, um dann Geld auszugeben. So, das schöne X40 M3. Der geht, kommt, fahren wir mit dem mal eine Runde. Gut. Gut. Wir haben schon irgendwo wieder eine scheiß Location gesetzt auszusehen. Da, weg. So, jetzt fahren wir erstmal wieder rennen. Ich habe nämlich kein Geld für irgendwas mehr. Jetzt müssen wir erstmal wieder Progression machen. Ich weiß, es ist absolut widerlich. Ich würde auch viel lieber einfach weiter Geld ausgeben. Aber das funktioniert leider nicht immer. Jetzt haben wir hier eine Autolieferung, ne? 80.000. Eddie, I'm your man. Alter, für 80.000, here we go, ich kauf's nächste aus. Komm, Eddie, was hast du denn da? Schönes, dann liefere ich dir doch ab. Ich habe ja hoffentlich keine Ghost-Kaufs mehr, also klappt das. Oh, ein Rolls-Royce. Aha. Oh, ein Rolls-Royce Cabrio, nice. Nebenbei habe ich meine 46 M3 komplett, wirklich komplett mitten auf der Straße geparkt, selbst auf der Mittellinie. So, jetzt darf ich ja nur keine Scheiße bauen, aber dann gibt's hier 80.000 mit einem Rolls-Royce. Absolut schlimm hässlicher Auto, ich bin absolut kein Rolls-Royce-Fan. Ich würde sowas niemals im Leben kaufen, die Kohle würde ich so hart anders investieren. In Immobilien zum Beispiel. Oder halt schöne Sportwagen. Ich finde Luxus irgendwie in Autos so, das reicht mich halt null. Ich meine, ist fancy, brauche ich mal reden. War schon hart fancy, aber... Ich meine, das ist ein fucking... Wohnzimmer. So, wir lassen uns Zeit. Wir werden nicht rasen. Wir haben nämlich keine Zeit mehr bei den Events. Das muss ich mir mal angewöhnen. Dass ich hier nicht von der Tarantel gestochen in den Verkehr reinjagen und einfach mal die 80.000 mitnehme. Klingt aber wie das Ding. Natürlich muss ich jetzt rüberkommen. Wir lassen uns hier schön alle Zeit der Welt. 80.000. Komm, verpiss dich. Weg von der Linken. Oh, ist hier viel Verkehr, Mann. Ah! Ja, Gott sei Dank weicht der aus. Du bist gerade die Felge gerissen. Da hast du auch den Funkenflug gemacht beim Abbiegen. Weiß nicht, was ihm da geplatzt ist, aber ist nicht gut gewesen. Ganz entspannt. 80.000 wollen nach Hause geschaukelt werden. Ich weiß auch nicht, wo dieser Wagen hingebracht wird, dass ich 80.000 dafür bekomme, ein Auto von A nach B zu fahren. Ich bin weiterhin dabei. Dieser Wagen ist voller Kokain. Also anscheinend, der muss ja bis rammelvoll mit Kokain gedeckt sein, dieser Wagen. Dass das hier irgendwie ein sinnvoller Deal ist, den wir hier abwickeln. Wir zahlen die 80.000, um diesen Rolls-Royce anzubringen. Was ist der Haken? Das ist ein bisschen wie der Transporter bei in dem Transporter-Film. Transporter in dem markanten Film, der Transporter, wo auch einfach, ne, nur nach A nach B fahren, nicht fragen über das Paket. Hier genauso. Aber ich bin jung und brauch das Geld. Okay, ich brauch das Geld. Junge, reichen wir vielleicht wieder mittlerweile. Hier kein Gegenverkehr, da kann man auch mal die Gegenspur nutzen, sehr schön. Ah, da ploppt er wieder auf. Ist im Nichts hinterhältig. Kilometer noch.
Sie haben aber keine Ghost Cars mehr. Ich glaube, das Weezing hat das wirklich gerettet, das Problem. Was ein bescheuertes Problem. Um nochmal darauf zu sprechen, wie wild TDU1 mal teilweise programmiert worden ist damals. Ah, das passt irgendwie. Und wie groß dieser Rolls-Royce im Vergleich zu allen Autos auf dieser Straße liegt, Junge. Es fühlt sich, als würde ich hier gerade einen scheiß Boeing drüber schubsen und kein Auto. 4,9 Kilometer noch. Es läuft gut. Ah, ich wollte rutschen. Schön vorbei, dann hier die Innenlinie nehmen. Wunderbar. Guck mal, das nippt doch. Ja, yeah, genau, wir brauchen das fürs M3 GTR-Kit, das ist richtig. Ich finde gut, dass wir uns alle hier ins Ziel jetzt gesetzt haben. Nächste Ausgabe von 250k landet im M3 GTR. Obwohl jemand meint, es kann ja wirklich sein, dass die Tuning-Sachen dann gelockt sind, dass einmal ein getuntes Auto nicht mehr anders getunt werden kann. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ah! Scheiß Untersteuern, Alter. Langsam, immer mit der Ruhe. Ha, ha, ha. Scheiß Untersteuern, beruhig dich doch jetzt. Ich sag mal 6 Kilometer noch. Okay. Immer die Ruhe bewahren. Ganz ruhig. Hier abbiegen, schön. Kann ich überholen? Ja, kann ich. Ah, oh, nein, kann ich nicht. Bremsen. Standstreifen nehmen. So, der Polizeiwagen hinterher. Mit der Kokain, eigentlich mit der teuren Auto einfach nur. Was ist viel Polizei? Komisch, in meinem Zielgebiet ist viel Polizei unterwegs. Muss sein, weil sie den Rolls-Royce so geil finden. Nicht wegen der Ware. Ich komme, ich wirklich immer von Zivis hier gestürmt. SWAT-Team räumt die Karre gleich leer. Ich schwöre es euch. Das Handling von TDU macht mir manchmal ein bisschen Angst in solchen Kurven. Okay, wo schaffen wir es? Ja, der Mann sieht aus, als bräuchte eine Menge Kokaina. So, nice, perfekt. Ah, oh, dann gibt's perfekt, gibt's aber 40k drauf? Und du hast ja 120k gerade einfach gemacht, nämlich gerade 13 Kilometer in Rolls-Royce rumgeschubst. Junge, was ist denn das für eine... Das fühle ich mich ja verarscht. Jedes andere Rennen lohnt sich halt überhaupt nicht mehr, wenn man ehrlich ist. What the fuck? Das war vollkommen überbezahlt. Also wirklich. Vollkommen überbezahlt. So, hier haben wir E-Klasse. Hier haben wir keine Beschränkung. Tempoleidenschaft. Da habe ich Bock drauf. Ich habe Bock auf Tempoleidenschaft. Das ist ein sehr guter Stundenlohn. Falls jemand noch ein Rolls-Royce rumschubsen will, auch wie scheiße egal illegal das ist, mir Bums. Ich mach alles. So weit sind wir jetzt. Wir wollen dieses Bodykit haben für den M3 GTR. Jetzt machen wir alles. Ich sehe, kommt schneller als gedacht. Ja, ich hätte direkt eine größere kaufen können, Mann. Ich gewusst, dass ich 120k von dem Rolls-Royce rumschubsen bekomme. Aber eine E46 ist schneller, kann das sein? Oder kühlt sich das nur so an? Boah. Ne, der ist schneller. Der fährt sich einfach viel besser als dieses dumme Schiff, Alter. Moin Moin. Polizei juckt gar nicht, dass im Gegenverkehr mit 280 vorbeiblecke. Klassischer Samstagabend eben in Hawaii. Wenn ich viel besser wieder Freiflug bekommen. Wuhu! Oh, das war auch knapp hier. Der ist schneller bei 2 Tonnen leichter. Das ist durchaus einer der Gründe, die man einwerfen kann. Die 640 machen wir auch richtig Meter gerade hier. Schlimm ist halt, dass die Straße überall so uneben ist, was mit der Fahrphysik von TDU halt überhaupt nicht funktioniert. Die Fahrphysik ist leider so eine Grütze, dass das, was hier abgeht... Chrysler-Händler? Wie ein Händler, der nur Chrysler verkauft? Was verkauft man denn da in dem Spiel? Ah, okay, ist auch Dodge dabei. Hoppla, okay, gut, nicht nur Chrysler. 300C? Ne.
3C, meh. Crossfire, meh. Challenger, oh, Dodge. Okay, das ist geil. Dodge Ram Pickup ist schon cool. Jeep Wrangler, Jeep Cherokee. Ja, okay, das wird nicht mein Händler werden. Gut. Das ist nicht mein Händler. Juckt mich nicht. Bis auf den Charger. Sorry. Noch irgendwas? Ah, ist eine Tante, die mitgenommen werden möchte. Ja, nee. Gib mir eine Gutscheine, die komme ich mal kreuzweise. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ich will mich nicht 20 Mal umkleiden. Keine Sorge. Das ist nicht geplant. Klassisch der Polizei mal gerade die Vorfahrt genommen und keinen Jux. Full Send in über die Wiese gehämmert, der Polizist. Oh ja. Wer so viel Eier hat. Gönn dir, Bruder. Gönn dir. Das ist kein Thema. Mach ruhig. Komm, rein da. Man muss einfach nur... Oh! Ist er da wirklich nicht mal für verfolgt? Weil letztendlich war ich ja nicht schuld. Er ist ja in mich reingefahren. Ich war ja schon vor ihm. Wow, oh, moin. Oh! So. Ah, das ist Blitzer-Event. Okay, rein da. Einmal ganz kurz wieder ein bisschen die Iris punktieren, liebe Leute. Jetzt geht's mal wieder was für die Augen, ne? Bisschen mal auf die Augen geht's jetzt hier. So, 194 Referenzzeit. Lass einfach fliegen wie ein Bekloppter. Dann geht das schon. Here we go. Oh Gott, Alter, ich sehe nichts mehr. Es ist wirklich einfach unangenehm. Kein Scheiß. Das ballert hier halt wirklich die Iris kaputt. Auf eine ganz unangenehme Art und Weise, ich sage es euch. Oh, Junge, ey, das brennt. Das brennt in den Pupillen. Die Reihenfolge, die ich fahre, ist, glaube ich, sogar ganz smart. Sogar eine sehr gute Reihenfolge, die ich hier gewählt habe, glaube ich. Boah, das tut wirklich weh. Oh, das ist eine sehr gute Reihenfolge, in der ich das hier mache. Ja, das schaffen wir im First Try hier. Einmal im ersten Durchgang durch. Ja, hier haben wir nämlich jetzt richtig schön Überschuss nochmal. Bam! Oh, es waren genau 194, ne? Ziel, 194. Ich 194,23. Man muss auch mal sagen, eine Punktlandung ist auch mal. Ist auch gerade auch was mit Skill zu tun. So. Gut. Oh, jetzt haben wir hier noch ein paar Zeit-Events. Nur Autos, die Straße zum Sieg. Ja, das ist ja ums Eck. Das ist ja ums Eck. Da jucken wir doch mal gerade rüber. Kleine Runde. Ich meine, ich könnte mir jetzt auch noch eine Nähe porten, aber wir müssen ja auch ein paar Kilometer machen. So ist ja nicht. Kilometer sind ja auch Teil der Progression. Ich muss sagen, ich mag das Progression-System von TDU sehr gerne. Weil du halt einfach grundsätzlich, ey, fahr Rennen, kriegst du Progression. Kauf Autos, Progression. Kauf Häuser und so Kram, tune mal und so, dass das alles halt in das Progression-System reingeht, finde ich halt schon ganz geil. Ist egal, was du machst, so Fortschritt reingibst. Nein, ich spiele Fortschritte, Spiel durchspielen, indem du das Spiel halt einfach spielst. Und du halt belohnt bist, so mehr Autos zu kaufen, Häuser zu kaufen und so. Finde ich ganz gut. So. 25.000 gibt das, wenn wir es in 6 Minuten schaffen. Oh, das sind aber 15,9 Kilometer. Uff, das ist auch ein paar Meter, ey. Ich habe auch wieder keine Ahnung und wir haben auch wieder eine Fahrenangabe. Ich habe auch keine Ahnung, ob der M3 hier schnell genug für ist. Das ist immer so ein bisschen das Problem, weil es ja... Die Angabe für dieses Event ist ja Autos. Ja, das Problem ist, ich könnte jetzt hier auch mit dem M3 GTR antreten, rein technisch. Leider habe ich mich dazu entschieden, ein Haus zu kaufen. Wir hätten auch jetzt das Kind kaufen können. Das ist absolut richtig und wirklich scheiße. Naja, gucken wir mal. Fahren werde ich eh nicht auf 150 halten können, wenn ich jetzt auf die 6 Minuten gehe. Zeit ist priorisiert. Ist aber kein Verkehr in dem Rennen an. Ja, das ist praktisch. Könnte es vielleicht doch aufgeben, wenn ich jetzt keine Scheiße baue? Haha, 12 Kilometer lang, I doubt it. Irgendwo wird es passieren, irgendwo kommt der Fehler.
finde aber geil, dass halt das nächste Autoziel 15 ist und beim Häuser einfach so, kauf 10 Häuser. So, das ist dieser Unterschied zwischen, ja, wir ey, du hast 2 Häuser gekauft, hier ist eine Belohnung. Ja, krieg ich dann, Digga, bei 5 oder so auch wieder eine Belohnung, ne? Nee, bei 10. So einfach komplett Overkill, so kauf alle Häuser. So. Nächste Ziel ist einfach alle Häuser kaufen. So von, kleine Immobilien-Sammlung zu Immobilien-Mogul. So diese Differenzierung, so ein bisschen. Also das Einzige, was halt wirklich so ist bei den Belohnungen so, oder bei den Aufstiegen in den Aufgaben, da ist so ein bisschen, hätte ein bisschen mehr Stufen drin sein können und nicht wenig zu, mach alles. So, das ist wirklich so, kauf ein Auto, so, oh, du hast ein Auto gekauft. Nächste Aufgabe, kaufe alle Autos. So geht doch so um 4 so Herausforderungen. Ey, du hast ein Auto bekommen und jetzt kaufe alle anderen. Okay. Ist in Ordnung. Aber es ist praktisch, dass wir keinen Verkehr haben, deswegen kann ich hier ganz gut fliegen lassen. Ich muss nicht darauf achten, dass ich irgendwelchen Leuten ausweiche. Und mit dem Stufe 3 Tuning, was wir hier drauf haben, ist der E46 insane geil um die Kurven herum. Macht richtig Bock. Also Grip ist halt wirklich krass. Der Evo hat weniger Grip als der E46. Ah, fuck. Boah, das war knapp. Auch gut, dass ich gute Bremsen habe. Da habe ich mir gerade ein bisschen mit dem Bremsen getan. Okay, Hälfte der Checkpoints haben wir schon. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Zeit. Ich bin mal gespannt, wie eng das wird am Ende. Ach, Junge, die Sprünge hier sind gerade wirklich tricky, weil damit kannst du dir halt richtig schön das Rennen versauen. Lukas, bester Name nebenbei. Danke für deinen Resub im 17. Monat. Danke für den Resub. Dankeschön. Uiuiui, hier sind ein paar fiese Bodenwellen, auf die ich aufpassen muss. Ich will das Fahren hochhalten, dann gibt es, glaube ich, Bonuskohle, ne? Es gibt für manche Autos gibt's gewissermaßen Bodykits, wenn du die Fahrzeuge tunst, wie jetzt in dem Fall jetzt hier beim M3 640 gibt es ein M3 GTR Bodykit. Aber so, glaube ich, die wenigsten ist es so. Ich weiß gar nicht, ob es bei Vanilla-Autos auch so ist. Ob Vanilla-Autos auch andere Bodykits haben. Da bin ich jetzt gerade leider nicht so ganz in der Materie drin. Wobei bei manchen Vanilla-Autos bei je nach Tuning-Sache auch ein Bodykit mit drankommt. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Dann holen wir da mal ein bisschen vom Gas runter. Nicht zu viel Risiko. So 4 Minuten haben wir gleich. Wir machen heute auch wieder so knapp über 2 Stündchen. Das wird auch ein kleiner entspannter 2 Stünder. Habe ich nur länger, weil wir ja am Anfang noch mit dem Streambox ein bisschen uns rumgeprügelt haben. Gibt auch Powerwalker, Supra und Skyline. Ah, okay, also das GDR-Bodykit hätte ich nur nehmen können, hätte ich direkt ein Performance genommen. Verdammt, also müsste ich jetzt einen neuen E46 kaufen. Ja gut, dann würde ich den verkaufen und mir einen neuen holen. Das wäre jetzt nicht das Ding. Wir können ja den hier verticken und einen weiteren holen. Dann würde ich den einfach dafür abgeben. Ganz einfache Sache. 25k, nice. Wie viel Geld haben wir jetzt? Wir haben 173.000. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das kriegen wir schon irgendwie hin, keine Sorge. Wir haben ein E-Klasse-Zeitrennen. Ein wilder Auto, ja. D oder E. 42k. Da sehe ich mich aber ein bisschen. Das ist aber geil belohnt. 42k nehme ich aber mit Kusshand. Alles für den Weg zum M3 GTR. Allein verkaufen den zum 9. Ist ja kein Thema. Aber jemand meinte gerade, es gibt die Paul Walker Supra und Skyline. Oh, da hätte ich aber schon Bock, mir den R34 GTR erstmal zu holen. Wir können natürlich auch noch einen weiteren E46 kaufen, ist richtig, das stimmt allerdings, hast recht, ja, wir sollten noch einen mein Fehler, wir sollten nicht verkaufen, wir sollten investieren. Wir sollten noch einen weiteren E46 kaufen, Entschuldigung, es war mein Fehler, du hast recht. Kostet nur 80k, kaufen wir noch einen weiteren von. Also brauchen wir 350.000, dann haben wir das, was wir haben wollen. Okay, kriegen wir hin. Aber der R34 und Supra reißt mich jetzt auch ein bisschen, wenn ich höre, dass es Fast Furious Versionen gibt. Da habe ich auch ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen.
Aber na gut. Kümmern wir uns erstmal um das Projekt Nummer Uno, E46 im Bereich GTR. So, also mal gucken, dass wir den richtigen Reihenfolge kriegen. Mal kurz was trinken, Alter. Ich krieg trockenen Hals. Ah, ich hätte hier rüber gemusst, scheiße. Ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen viel Tempo verloren habe. Wir gucken mal. Ah, es geht, glaube ich. Die 640 kann halt Gott sei Dank Kurven fahren wie ein Berserker. Das ist Wahnsinn, Alter. Also Kurvenspeed von dem Ding ist wirklich mit dem Tuning ultra gut. Und Handling ist halt wirklich geil. Also für, vor allem für TDU-Feld. Das TDU fährt sich teilweise eben ganz schön grütze, leider. Und der E46 ist wirklich ein sehr krasser Lichtblick. So wie diese Blitze, die mir die Iris komplett verbrennen. Oh ja, fuck it. Scheiße. Hallo, Rückwärtsgang rein, Bruder. Heute noch. Komm, vamos. Oh, ist hier viel Verkehr, ey. Ach, geschafft. Nice. Gut. 42. Das hat 42k gebracht. What the fuck, Alter? Okay, ja, gut. Ich weiß nicht warum, aber das hat sich nicht angefühlt, als wäre es 42k wert gewesen. Fahrzeug mit zwei Sitzen, Mittel kam ich mal. Was habe ich da oben, eine Transportmission? 90k, 23 Kilometer. Oh, fuck, Alter. Egal, Kai, 90k, komm hier rein da. Wenn wir das perfekt hinkriegen. Das ist es, das ist es. Komm. Here we go. Oh, oh Gott, ich sehe eine Viper. Ach, scheiße, Alter. Oh, ich bring mich um. Ah, das andere war ein Boot. Das Ding will dich die ganze Zeit beißen, Alter. Shepard, willkommen 21. Montag für den Resub. Dankeschön. Oh Gott. Ich meine, geile Kiste. Oh, wir kommen auch ein bisschen die Haare durchs Dach, aber das ist jetzt erstmal egal. Verstehen wir nicht falsch. Richtig geile Kiste. Eine leise Kiste vor allem. Aber ich habe ein bisschen Schiss. Alter, wie soll ich denn jetzt 90... Oh. Ja, wir machen jetzt halt einen ruhigen, Alter. Wenn wir hier perfekt kriegen, ich glaube, perfekt gibt nochmal die Hälfte des Werts nochmal dazu. Heißt, wir kriegen nochmal 45k dabei. Heißt, wenn 135.000. 135.000 für eine Aufgabe wäre halt schon, ich sag mal so, ganz gut, ganz gut, ganz, ganz nett. Würde unseren Plänen auf jeden Fall sehr gut helfen. Wir brauchen 33k. 330k, mein Gott. Wir machen jetzt eine ganz entspannte Viper-Tour hier. Schön 200. Jetzt wollen wir das jetzt schon schnell eigentlich. Aber wir machen einen ruhigen. Wir machen einen ruhigen. Wir machen einen ruhigen. Wir brauchen die Kohle. Alles für den M3 GDR. Da kommt ein Hashtag Entsaftendehnung rüber. Oh ja, Juice 1 immer noch so ein gutes Spiel, ne? Also ist nicht so geil, geil da, vor allem Juice 2 auch nicht, aber ist trotzdem noch gute Spiele. Haben wir da viel zum Schub. Nee, wir kaufen noch einen M3 und bauen daraus ein GTR, weil Leute gemeint haben, warum denn den alten verkaufen, wenn man einfach einen neuen kaufen kann. Und da haben sie allerdings recht, warum sind nicht einfach zwei M3s, die gerade stehen haben. Sieht nebenher noch viel besser aus. Ich glaube, die unsichtbaren Kopfs müssten eigentlich genervt sein aufgrund des V-Sync-Gedönses. Bisher habe ich das Problem nicht mehr gehabt. Die Distanz ist halt so elendig, Alter, 19 Kilometer. Das Gute ist, wir machen halt super viel Strecke, was halt für die Erkundungsprogression halt perfekt ist, ne? So, die Events sind halt super geil, um einfach die Progression hochzukriegen, weil du musst ja nicht nur Open World ohne Event rumfahren, sondern es geht allgemein, fahr einfach Kilometer, egal ob im Strecken, im Rennen oder nicht. Ne, bei den Events gibt es kein Zeitlimit. Deswegen muss man sich hier auch nicht durchstressen. Oh, natürlich ist die Ampel rot. Ah! Moin, moin, Leute, ich müsste hier mal durch. Nein, du dummer Pisser, Alter. Ach, Mann. Neustarten kann man die gar nicht, ne? Kann man schon. Ah, will ich aber jetzt nicht. Nein, scheiß drauf. Nur weil... ist mir egal. Komm, ich fahr jetzt das nicht nochmal neu, Alter. Welche Vibe ich am liebsten mag? Die zweite Generation, finde ich am besten. Zweite Generation. Also, ganz normal SRT. Nicht mal als ACR. Finde ich einfach insane schön.
Aber ACR ist auch schon gut. Die zweite Generation ACR ist schon perfekt eigentlich. Ich kriege jetzt zumindest schon mal keinen Perfekt-Bonus mehr. Schade, weil der eine Typ mir meinte, die Vorfahrt zu nehmen. Genau, die Generation von Tokyo Drift, nur als Coupé und nicht als Cabrio. Ich wusste gar nicht, dass CDU1 so lange Tunnel hatte. Das war gut. Nebenbei, wir haben jetzt gerade mal 7 Kilometer geschafft. Das dauert ewig. Weil es halt wirklich 50 Kilometer sind. Wenn ich nur 200 fahre, dann geht das halt nicht so schnell, aber noch langsamer. Das sieht schon ganz gut. Das ist ja auch ein B-Klasse-Fahrzeug. Die hat schon ein bisschen Druck. Och, Alter, 7-2, Junge, ich hab... Ja, komm, fickt euch doch alle, ey, Mann! Ich hab die alle beide gestriffen! Oh, Junge, ey! Was ist... Ach komm, scheiß drauf. Wir waren das Rätsel zu Ende, ist mir Bums. Alter, was eine Scheißaktion. Das ist doch viel zu feingefühlig. Du berührst ihn minimal, du haust ihn, waren nur dann... 7.000 Euro Schaden. Bitte, was ist passiert? Ist das Kokain gerade auf die Straße gestreut, oder was? Ach komm, ich hab nicht mehr berührt! Fuck you, Spiel! Fuck you! Das Kollisionssystem anscheinend ist so eine Sache für sich, ey. Mann! Egal. War halt schon durch, jetzt fange ich nicht von vorne an. Nee, ich war jetzt kein Neustart. Die Events ziehen sich eh schon so, die haben so wenig Spannung. Ich mach die Events nur, weil die Kohle bringen, nicht weil die spaßig sind, leider. Ich finde die normalen Rennen so spaßiger. Ich will halt eher Vollgas geben. Ich finde dieses so vorsichtig vor sich hingerolle so halt ein bisschen anstrengend. Ich mache nur, weil das einfach schnell Kohle bringt. Ich will jetzt nicht mehr so übervorsichtig sein. Wir kriegen keinen Perfektbonus mehr. Jetzt haben wir mal ein bisschen gerade Stück, jetzt können wir mal ein bisschen Progression machen. Push it to the limit, ja, das brauche ich jetzt. Erstmal Vollgas geben, jalla. So, 6 Kilometer noch. Gut, wir haben jetzt mal ein bisschen gerade Stücke, also ich kann mal ein bisschen Gas geben, ey. Die Kiste auch mal nutzen. Wenn wir schon ein B-Klasse-Auto haben, wollen wir sie mal ein bisschen fahren können. Boah, die Bordsteinkanten hier und mit Autos da noch im Weg. Komm, kuschig. Gut. Natürlich wechselt er die Spur, Mann. Na, Bonus werden wir jetzt nicht mehr bekommen. Leider. Wechselt jetzt die Spur, ich hatte gar kein Blink. Dann fahr auch rüber. Mach die Spur frei. Da macht doch Platz, Mensch.
Viper V10 ist schon sehr geil, aber natürlich Carrera GT und LFA V10 ist nochmal eine Stufe drüber. Dieses krasse Gekreische ist natürlich auch ziemlich, ziemlich geil, muss man sagen. Aber Viper klingt trotzdem schön. V10 ist so oder so ein schöner Motorklang. Scheißegal welcher V10. V10 klingt immer gut. Auch im R8er Lambo. Klingt ein super schöner Motor. So, letzte 2 Kilometer. Boah, aber das ist Strecke, ey. Warum wechseln die jetzt wieder die Spur hin und zurück? Das macht er einfach nur, um mich zu ärgern. Das wird einfach nur gemacht, um mich zu ärgern. Ganz einfache Kiste. Oh, Polizei, bitte. Verschlossen, Hüpper. Puh, so. Naja, nicht so viel Geld wie möglich gewesen wäre, aber. Es ist, was es ist. Besser als nix. Drei von 30 erfolgreich. Also, wir gehen jetzt mal ganz kurz zum Tuning-Händler. Jemand meinte ja, wie gesagt, ich kann meinen M3 nicht tunen. Wenn das so ist, haben wir jetzt das Problem, wir müssen einen weiteren M3 kaufen. Es ist leider, das ist die goldene Regel. Nicht, wir kaufen ein weiteres Fahrzeug, also wir tunen unseren, sondern natürlich würden wir unseren Wagen, würden wir einen weiteren kaufen, wir würden ja nicht verkaufen. Fahrzeug vollständig aufgerüstet. Okay. Ich habe hier nicht mal mehr was zu sagen. Okay. Wir müssen, wenn, einen weiteren M3 kaufen, Leute. Das Spiel ist leider so weit, dass sie mir sagen, so, verpiss dich bitte. Komm nie wieder. Hier haben wir noch eine Mission. 80.000. Ethan, I'm your man. Das sind genau die Kohle, die ich brauche. Das sind die 80.000, die wir bräuchten für einen weiteren E46. Das ist genau die Mission, die wir brauchen. Da müssen wir einen weiteren E46 kaufen. Oh, das ist... Oh, Lancia 037. Ah, warum kriegen wir jetzt gerade einfach so Bitchkisten, Alter? Die sind alle zickig. Ja, ja, komm, hier, komm. Gib mal her, 80.000. Machen wir locker, machen 140 draus. Also, wäre schon gut, wenn wir das jetzt voll kriegen. Weil das Geile wäre halt. Der Innenraum ist immer sexy. Klingt auch gut. Weil dann können wir jetzt, dann können wir den 40 in dem 3 kaufen. Wir schauen mal. Der Wagen ist nicht so schnell wie die Viper. Das ist was für ein Score? What? G? Digga. Okay. So, weil damit könnten wir dann E46 kaufen, einen weiteren. Weil eine gute Sammlung besteht natürlich immer, und das weiß man ganz klar, aus zwei E46 M3. Boah, okay, das hat nicht gezählt als Unfall. Das hat nicht als Unfall gezählt. Alles gut, alles easy, alles cool. Wir sind noch bei prallen, wunderbaren, schönen 80.000. Auf meinem Konto am Ende, wenn es gut geht. Der Wagen ist Gott sei Dank langsamer als die Viper, aber ist ein bisschen entschleunigt. Jetzt, wenn man Vollgas gibt, fährt man nicht schnell. Ich wundere, weil es nur 37 ist. Den zweiten, da kämen wir überhaupt nicht in der Farbe um. Der kriegt direkt eine Livery durch das Bodykit. Dann nehmen wir ja den 40 M3 GTR in der Most Wanted Edition. Hier machen wir gerade schön Meter auf einer schönen langen Straße ohne viel Komplikationen. Das gefällt mir. Den Facebook-Bus, den Lago werden wir uns auch noch holen, keine Sorge. Wir bauen hier uns einen beachtlichen Fuhrpark auf. Macht euch mal keinen Stress, dass ich hier keine coolen Autos kaufen werde noch. Das ist Ingame-Musik, aber gemoddet. Also das kommt von dem Platinum-Mod, der Großteil der Musik.
Ah, da oben kommen gerade weitere anreisende Neureiche, die auf Hawaii zeigen wollen, wie krass sie doch sind, wie viel Kohle sie machen. Dabei bin ich hier jetzt gerade schon der Krasseste. So, Hälfte der Strecke haben wir. So, eine Kuppe, jetzt gehen wir ein bisschen vom Gas, weil man weiß nicht, ob dahinter ein Auto ist. Ich habe keinen Bock, in ein Auto rein zu jumpen, das muss nicht sein. Saline S7 war damals eins meiner Lieblingsautos, absolut Lieblingsautos. S7 ist ein wunderschönes Auto, Saline. Kann ich dir nur beipflichten. Aber es ist schon geil, wie wir nur, weil wir Faustling aktiviert haben, der Gegenverkehr halt nicht wie im letzten Stream hier einfach komplett wild rumhampelt, sondern berechenbar ist. Das war vorher ja wirklich zack, 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 weil die Framerate und Faustling halt da anscheinend beim KI-Verhalten das beeinflussen, warum auch immer. Ganz weird. Schon ganz angenehm, dass der KI-Verkehr jetzt hier nicht mehr so wildes Zeug abzieht. Und, was haben wir noch hier? Dass wir auch die Events sehen, zu denen wir jetzt fahren können. Hier müssen wir jetzt runter. Weil so wären die Missionen hier halt undenkbar. Plus, wir haben anscheinend keine unsichtbaren Fahrzeuge, was auch durch Faustling kommt. Was ich echt krass finde, das Faustling und die Herzzahl so krass das Spiel kaputt machen. Das ist wirklich weird. Ganz, ganz komisch, das Spiel sich daran so sehr aufhängen, da der ganze Verkehr und das ganze System darunter zusammenbricht, wenn das nicht aktiv ist. Ganz wild. Wir haben es nicht mehr weit. Wir brauchen neben dem Lambo auf jeden Fall auch, weil Peter wurde auch geschrieben, hat nicht recht, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Ferrari. Ferrari und TDU gehen Hand in Hand. Auf der Weise einen schönen Ferrari fahren, muss man sagen. Ja, die Sache ist, du kannst im Spiel aber einstellen, welche Herzteil du haben willst. Nur alles über 60 bricht dir das Spiel kaputt. Das heißt, Wilde, du kannst nicht mit mehr als 60 FPS zocken, weil sonst die Spielengine wohl ein bisschen am Brechen ist. Ja, das ist die Straßenversion von 037 jetzt hier, ja. Boah, das ist gerade knapp, du dummer Penner, ey. Ich weiß nicht mehr, ob es Kommentar. Ich hab's, wie gesagt, irgendwer hat es mir geschrieben gehabt wegen Pausing. So, ich kann's weiß leider nicht mehr, wer es war. Ich hab's mir leider nicht gemerkt. Das gibt einen Bonus. Heißt, wir können uns ein neues Kfz kaufen. Einen weiteren E46 M3 in unsere Sammlung hinzufügen. Ich gehe auch immer sehr optimistisch auf Leute zu. Perfekt. Ah, 420k. So, dann gehen wir mal kurz zum örtlichen BMW-Händler. Verreck mal kurz. Herzlich, mein Gott, Alter. Ich hab's gleich wieder. BMW-Händler war doch irgendwann hier drüben. So, ich würde gerne noch einen weiteren E46 M3 kaufen. Man weiß ja nie, wann man einen zweiten brauchen kann. Wie jetzt zum Beispiel. So. Nein, nicht den. Boost nicht. Wir brauchen ein anderes Auto. Da, den wollen wir kaufen. So. Ja, ist das scheißegal. Kaufen wir. Ja, Option, okay. Wir nehmen einfach schon mal Silber, damit es safe ist. Und in den Raum. Ja, einmal bitte kaufen. Dankeschön. So, damit ist sie im E46 M3 Nummer 2 gekauft. Und jetzt gehen wir noch zum wunderbaren Tuner, weil wir haben noch 315k. Und werden dieses Fahrzeug jetzt noch optimieren. Nämlich, gebe es zu M-Power und ich weiß nicht, wo der Unterschied ist, obwohl, die beiden sind nochmal, okay, das ist nochmal ein Unterschied, die hat nochmal mehr besseres Handling und mehr Gewicht, okay, weird. Und das ist einfach nochmal eine andere Version da vorne, deswegen nehmen wir natürlich dieses Kit und das kostet 300k, what? Ich sehe es jetzt erst, 250k ist, wenn wir die Limo weglassen. Holy fuck, ja gut, 300k, entspannt. Wir haben jetzt gerade 380k nur ausgegeben, dass ich einen weiteren E46 M3 fahren kann, das ist komplett bescheuert. Guck mal, was wir mit ihrem M3 angestellt haben. Ja. Gut.
Haben wir Events, die wir mit diesem Auto fahren können? Weil das ist jetzt ein A-Klasse-Fahrzeug. Da haben wir eigentlich noch nichts mit so am Hut. Aber es gibt ja sicher Events, wo einfach nur Auto die Beschränkung ist. Und das wäre jetzt die perfekten Events für uns. E-Klasse? Ist das irgendein Event, wo nur Auto Beschränkung ist? Lotus? Ach, fickt euch doch. Jetzt macht mal bitte mal ein Event, wo hier nur die Beschränkung ist. Haben sie ein Auto. Alter, wo sind die Events jetzt hin? Wir hatten noch Events, wo das so war. Wir könnten Mitch mitnehmen. Hier haben wir noch D. Es gibt es gerade nicht. D. Haben wir jetzt echt kein Event mehr, wo ich jetzt einfach dieses Auto fahren kann? Das ist ein Gag, oder? Das ist ja ein Gag. Da werde ich ja Jack, was ein Gag. Gut, dann fahren wir Mitch. Dann fahren wir Mitch von A nach B. Komm, Mitch. Nehmen wir dich mit. Dann fahren wir damit. Dann nehmen wir den Mitch mit. Du willst schalten, da fährt ja jemand mit dem M3 GDR vorbei. Warum kann ich dich mitnehmen? Ja, ja, komm, steig ein. Komm, machen wir. 8 Minuten 20. Okay, Mitch. Okay, Klang passt überhaupt nicht. Brauchen wir nicht über diskutieren. Und Innenraum natürlich auch nicht. Aber die Performance passt. Meine Mutter Maria. Der wird ein bisschen schmal für den M3 GTR, aber ist okay. Wir haben Topspeed wie Hölle. Und vor allem Beschleunigung. Gott, Junge, Junge, Junge. So, wir müssen trotzdem darauf achten, wir haben einen 70er Score beim Fahren links. Mitch möchte nämlich nicht zu sehr durchgeshakt werden. Beziehungsweise nicht zu sehr neben die Straße geraten, was ich nicht verstehen kann. Genau, leider kein V8-Swap. Genau, der Motor ist halt der falsche drin und leider auch kein sequenzielles Getriebe verbaut worden, aber na gut. Ich weiß nicht, ob das Getriebe jault, oder? Nee, jault nicht. Da jault gar nichts. Es könnte die Katze im Hintergrund sein, die da jault. Hab ich mal vorbei hier. Freiflug. E46 M3 geht er im Anflug. Gib ihm. Oh, wie alle schön links Platz. Mal guck mal hier. Und dann wieder rüberziehen, weil Assis sind. Oh Gott! Okay, 20 Punkte Abzug. Ich habe noch 50 von 70. Alles gut, alles gut. Ah, okay, wir haben noch 30. Ich vergesse es. Wir haben noch 30 Punkte. 40 Kilometer noch. Ich schaffe das niemand. Die scheiß Aufgaben für diese Leute sind aber auch. Die sind aber auch zickig, die Typen. Sie sind mit 250 Kilometer in den Check reingefahren. Wie können die nur? Ah ja, Mimimi. Mensch, dann nimm mal den Bus, wenn es dich stört. Das ist das Problem von schnellen Autos in TDU. Die Aufgaben werden damit nicht leichter. Eher im Gegenteil. Fahr rüber, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Da blinkt der direkt wieder links. Alter! Hey, you know what? I'll walk from here. Pull over. Nee, Mitch, dann verpiss dich doch einfach. Dann verpiss dich doch bitte, Mitch. Dann fahr mal ein anderes Event, Mitch. Kannst du nicht kreuzweise, Mitch. Ich hoffe, du bleibst von der Pfeffer weg, Mitch. Ich finde diese Aufgaben so anstrengend, unnötig. Eine holprige Straße. Ja, komm, fahr mal das Event mal. Komm. Wir fahren an Events, wenn wir sie fahren können. Ich wechsle gerade mal das Auto, starten. Ja, ja, starten natürlich nicht gefühlt. Fahrzeug ändern. Wir nehmen natürlich unseren Evo, der hat mehr Bums. Mehr Kasala. Gut, dann fahren wir das Event. Mir doch egal. Nein, egal, Mitch, kannst du Fuß weitergeben, wenn es dir nicht passt? Ich fahre drei Leute mit 250 in die Karre und das ist direkt zu viel für den. Also ich meine, man kann ja auch mal, verstehe ich nicht, wirklich, so Leute verstehe ich nicht. Krass, jemand mit 250 in Hecken, Mitch sagt so, Bro, das ist nicht okay. Und ich immer so, Bro, was ist dein Problem? Ja, dann habe ich ihn einfach rausgeschmissen. Weil Mitch kann jetzt weiterlaufen, zu Fuß laufen die nächsten 12 Kilometer. Echt gehabt, nicht mein Problem. Der Subaru gibt es in diesem Jahr. Werden wir uns auch natürlich noch zulegen. Wir haben, glaube ich, noch keinen Japan-Tuner frei, ne, glaube ich. Ich will gerne gucken, ob es für die Kisten Kids gibt. Das neue TDU gibt es doch kein Release-Date, nur Anfang 24, Frühjahr 24. Oh, Mann, da Wand lang hat Gott sei Dank keinen Abzug an Punkten gegeben, alles gut.
City Route 2 Let's Play von mir ist aber auch schon alt, ne, ey. Das ist schon echt lange her, ey. Obwohl ich immer noch höre von Leuten, wie viel mich über das Let's Play kennengelernt haben, was ich echt krass finde. Ich immer noch krass, dass CDU da auch so ein wichtiger Punkt war. Ich meine, irgendwann dann natürlich nicht mehr, weil es natürlich dann nicht mehr relevant war. Ich meine, wir haben irgendwann dann Modding-Content und so ja noch gemacht. Aber es hat ja dann leider auch irgendwann ein bisschen die Relevanz verloren, die CDU-Serie, weil sie halt einfach jahrelang jetzt nicht betrieben worden ist, natürlich. Legitimerweise. Da hat man sich natürlich dann irgendwann anderen Spielen zugewendet. Go, nice. Hey, ist krass, wir hatten sogar raus, meine Freundin hat sich ein neues Auto gekauft. Wir waren bei VW beim Händler. Und gut, der Motorrad Verkäufer, der war auch vermutlich mal mein Alter, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter. Ich kann es halt bei manchmal einfach nicht einschätzen. Und der kannte mich auch von YouTube. Also jetzt nicht, weil er Hardcore-Fan ist und jedes Video reinkonsumt, aber man hat mein Gesicht halt dadurch wiedererkannt. Ist sehr lustig, wenn man so Situationen hat, plötzlich irgendwie dann so in Kontakt mit dem Beruf wiederkommt, weil Leute halt irgendwie immer mal was von dem Namen gehört haben oder gesehen haben. Ist schon cool. Da wird einem auch immer ein bisschen erst diese gewissermaßen Reichweite sagen wir mal, bewusst. Man muss ja sagen, ich bin ja kein riesen YouTuber, ne? Ich meine, ich kann davon leben, bla bla bla. Aber wir sind ja gerade mal ist gut. Fast 300k Abonnenten ist gestört. Aber die Zahlen, View-Zahlen sind ja nicht 300k pro Video. Da wird einem immer trotzdem die Reichweite erst so bewusst, wie viele Leute so den Content eigentlich kennen und irgendwie von dem Namen schon mal gehört haben. Das finde ich mal so krass im Nachhinein. Weil da merkt man das halt so, wenn man darauf angesprochen wird, weil sonst hat man das irgendwie so überhaupt nicht vor Augen. Mit der Club LA kommt noch. Mit der Club LA werden wir noch ein Stream-Let's Play machen. Ich denke, nach TDU 1 können wir das gerne mal ins Auge fassen. TDU 2 will ich ja auch noch Stream-Let's Playen, bevor TDU Solarcorn rauskommt, aber dazwischen möchte ich gerne Pause haben ein bisschen. Deswegen mit der Club auf jeden Fall eine Sache, die man da gerne ins Blick werfen kann. Guten Abend. Ach, sehr schön, aber easy geschafft. Sehr gut. Warte mal, 15k. Ja, jetzt haben wir genug Events. Wir haben 20. Oh, wir haben 20 Events geschafft. Okay, das gab gerade mal ein Level-Up. Also, nee, gab noch kein Level-Up, aber es gab auch gut Punkte, ne? Vermute ich mal, ne? Weil wir können ja gerade mal kurz gucken, wie viele Punkte es gab. Es dürften einige gewesen sein. Nee, du kommst noch nicht zum Ende. Wir streamen bis kurz nach 10. Also, ein bisschen was kriegst du noch mit. Ein bisschen was bin ich noch live heute. News, so. Genau, die Cups haben wir gewonnen. Wie viele Punkte hat das gebracht? 35 immerhin. Guck her. Oh, wir brauchen noch 15 Punkte, dann sind wir schon auf Experte. Ach, krass. Aber muss man überlegen, der Meister ist bei 1000 Punkte, also wir machen dann. Aber man kriegt ja exponentiell mehr Punkte. Missionen würden wir auch noch welche bekommen. Ah, fuck, die Missionen Topmodel und so bringen, aber Fortschritt hier. Dann lohnen die sich ja doch. Ja, mal gucken. Dann lohnt sich das ja doch, diese Tantenmission zu machen, auch wenn die mir eigentlich nur, sagen wir mal, gewissermaßen irgendwelche Wertmarken geben, auch wenn das wirklich jetzt finanziell nicht viel lohnt. Dann machen wir mal gerade ein paar der Missionen, weil das lohnt sich ja auch, da kriegen wir ja doch ein paar Punkte. Dann nehmen wir die ja doch mit. Wie gesagt, wir kriegen jetzt zwar keine Kohle durch, aber die bringen uns Progression. Hey, thanks for stopping. I'm totally exhausted. Die Missionen sind alle meist nicht so lang. Die nehmen wir jetzt gerade. Oh Gott. Junge, das war gerade Albtraummaterial. What the fuck? Wow, das war knapp, Alter. Da hätte ich gerade noch fast Punkte verloren. Aber auf ganz fiese Art. Ich weiß mal hier ein bisschen im Gegenverkehr. Das geht schon irgendwie gut. Weil da können wir nämlich einiges an Strecke sparen.
Hier waren wir jetzt mal bei deren Mission, weil wie gesagt, die sind eigentlich recht schnell abgehakt und bringen uns in den Missionsstream ein bisschen voran. Weil wir brauchen nur noch 15 Punkte, bis wir eben jetzt auf nächsten Rank erreicht haben. Das wäre damit jetzt eigentlich easy verdienbar. Wie gesagt, wir kriegen nur leider damit Marken, also jetzt keine Kohle, aber Progression ist Progression. Okay, was war das jetzt für eine unnötige Head-On-Collision? Das ist meine Aufgabe? Okay, gut. Nimm mir die KI jetzt meine Unfälle ab. Ich weiß ja nicht. Bisschen frech, finde ich. So, da sind wir doch schon. Einmal schön ankern. Bitteschön. Yay, wunderbar. 2 von 30. Perfekt. Dafür gibt es... Oh, dann gibt es eine Bonusmarke. Das ist ja geil. Boah, da könnte ich mich ja gar nicht mehr drüber freuen. Oh, wir haben die Meilen. 2 Meilen geschafft. Okay, hoppla, da sind wir ja Level Up, oder nicht? Jo, wir sind auf Experte. What the fuck? Warte, wir haben jetzt schon die 2 Meilen zusammen? What? Das geht aber schnell. Krass. Haben sich den Zugang zum Fort-Insel-Rundkurs verdient. Okay, was heißt das? Ja, ich würde meinen Charakter nicht umziehen. Okay, Fort-Insel-Rundkurs klingt wild. Weißt du, wenn du jetzt einstellen kannst, zum Beispiel, dass die Browser-Tonspur gemutet ist, oder braucht man dafür extra? Für die Browser-Tonspur einzeln weiß ich nicht. Ich habe bei mir halt Mikrofon, Capture Card und dann der Stream-PC. Ich habe also nur 3 Tonspuren. Ich habe keine einzelnen Programme ausgehakt. Okay, die Mauer 2 Meilen haben wir und wir sind Experte. Das ging flott. Renews? Ne, das machen alle, okay. Aber okay, das ging jetzt schnell. Jetzt haben wir auch richtig Punkte gegeben. 190 sind wir jetzt schon. Okay, gut. Bei 450 sind wir Meister, bei 1000 ist Feierabend. Aber die 1000 können wir, glaube ich, auch gar nicht schaffen, weil, wie gesagt, Multiplayer und so rausfällt. Großes Ziel ist ja diese hier, die Inseltour. Die ist das große Ding. Ich weiß nicht, ob das Inselrundkurs dann wirklich nur mit Fort ist, ob das hier damit gemeint ist. Ich meine, das machen wir natürlich, wenn das jetzt der Fall wäre, natürlich jetzt nicht, weil das natürlich den Stream komplett sprengt, aber gucken wir mal gerade, wo das ist. C, totale... Oh, wir haben jetzt auch wieder C-Klasse-Events frei. Wo ist denn das Ford-Ding? Das Problem ist halt, Maserati-Trophy. Oh Gott, wir haben jetzt auf jeden Fall die ganze Insel voll mit Events. Okay, jetzt können wir aber auch alles mögliche an Autos kaufen. A-Klasse, Events sind schon verfügbar. Ich weiß noch nicht, wo die Ford-Event ist. Das kann ich jetzt erstmal suchen gehen. Ich weiß ja nicht, wo das sein soll. Das ist das Problem. Keine Ahnung, wo das Ford-Event ist. Ja, wir werden schon irgendwann, finde ich, zusätzlich explizit. Ist mir auch Bums, weil es ist. Wir fahren es jetzt eh noch nicht. Mario. Okay, Mario, nein. So, hier haben wir nur das Event. Inseltour. Ah, das wird sein. Wie, keine Beschreibung. Wie, warte mal. Wait. Holy fuck, wir haben die Inseltour schon frei. Bitte was? Oh shit, ab 800, oh, das bringt aber richtig Kohle, Alter. Das machen wir im nächsten Stream. Nächste Tour gibt's die Inseltour, Leute. Nächsten Stream fahren wir die Inseltour mit dem M3GDR. Das machen wir. Die fahren wir nächsten Stream. Krass, dass die schon frei ist, wusste ich gar nicht. What the fuck? Weird. Ich dachte, die wäre jetzt mit dem letzten Level frei. Ist das überhaupt die? Das könnte auch eine andere Tour sein, aber keine Ahnung. Aber okay. Aber ist das große Rennen schon? Das ist die Inseltour, ne? 192 Kilometer. Das müsste die schon sein, ne? Glaube ich. Warte, wir gucken mal gerade, ob das die Inseltour ist, die das Spiel meint. Simeon, dankeschön für die Donation. Vielen, vielen Dank. Holy shit. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Doch, Inseltour, ja. Das ist das Event. Da gibt es 30 Punkte auch nochmal für. Das machen wir nächste Folge auf jeden Fall. Nächste Folge machen wir auf jeden Fall die Inseltour. Auf jeden Fall. Das machen wir nächste Stream. Wenn wir ein bisschen reinkommen. Oh, hier gibt's Bikes. Motorräder. Auch cool. Ich hab auch Bock drauf. So, wir können es aber im 3GDR fahren, eben genau, weil wir jetzt A-Klasse-Events fahren. Jetzt muss ich nur erstmal welche finden. Weil zum Abschluss würde ich gerne noch ein A-Klasse-Event fahren. Das wäre schon ziemlich nice. Musst du erstmal eins finden. Das ist ein bisschen das Problemchen, dass wir hier eins in der Ecke haben, wo ich jetzt nicht erstmal 20 Jahre die Map umrunden muss.
Inseltour machen wir, wie gesagt, jetzt noch nicht, weil wir nicht komplett bescheuert sind. Mercedes-Benz, C. Ah, ist immer noch super wenig A-Klasse frei, ne? D, G, Maserati, D, was ist ein Martin? Geil da. Ich glaube, wir haben aber noch nichts in der Nähe. Boah, das könnte man mit allen Autos fahren. Nur Autos. Pagani, B. Das könnte man machen, aber da haben wir ein paar Meter bis dahin. Aber dann machen wir das noch. Dann machen wir das noch zum Abschluss. Links oben. Ja, links oben, Alter. Weißt du, wo links oben ist? Dann bin ich links oben, bin ich auch erstmal links oben unterwegs. Junge, Junge, ey. Da sind ein paar Meterchen, ne? Wenn du so bist. Fahren wir das, da können wir zumindest alle Autos fahren. 19 Kilometer, moin. Haben wir eigentlich einen Japan-Tuner frei? Nee, ne? Hallo. M. Guck mal, ich weiß nicht, ob ich hier drauf geachtet habe, den Japan-Tuner irgendwo mal frei haben schon. Hoppla. V-Wrench, ja, Persönlichkeit-Tuner. American. British. Porsche Classics. Wir haben noch keinen Japan-Tuner frei, ne? Ne, leider nicht. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal zu dem Event hin. Ups. Gut. Das machen wir zum Abschluss. Dann machen wir nochmal einen kleinen Roadtrip gerade zu dem Event hin. Fahren da schön mit dem 3 GTR. Und nächstes Stream machen wir, wie gesagt, dann die Inseltour direkt im Start. Weil es gibt direkt richtig gut Kohle. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wir machen auch Progression, was die Meta angeht, weil es gibt ja auch noch die Exploration-Sache weiterhin. Und wenn wir einmal die Insel rumfahren, glaubt mir, dann machen wir ein bisschen in der Hinsicht Progression. Dementsprechend ist das schon mal ganz gut. Das lohnt sich auch finanziell gesehen, das ist schon ganz gut. Obwohl natürlich 800k für eine ganze Inseltour natürlich jetzt gar nicht mehr so viel sind, wenn man es runterrechnet auf die Kilometer, die der schrubst. Sind ein paar. So wie ich natürlich jetzt gerade im Evo sitze und der natürlich nicht das schnellste Kfz ist, was wir jetzt hier wählen können. Aber dadurch haben wir ein bisschen entspannte Fahrt. Man muss ja auch mal ein bisschen ruhiger fahren. Nur mit 240 über die Inselbrettern vor allem. Ganz entspannt, ganz ruhig. Wir werden auf jeden Fall noch Supra und Skyline aufkaufen, weil die will ich auf jeden Fall auch noch tunen. Aber da brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Kohle auf dem Konto. Eigentlich bräuchten wir jetzt ja natürlich auch langsam Autos höherer Stufen, wie C-Klasse, B-Klasse brauchen wir ja auch noch welche. Weil wir da ja viele Rennen jetzt freigeschaltet haben und das ja für die Progression sinnvoller wäre. Obwohl wir ja trotzdem noch genug DE-Events haben. Ist ja nicht so, dass das Spiel direkt dich dazu zwingt, schnell Autos zu kaufen. Wir sind nur recht schnell mit der Progression, muss man fairerweise sagen. Wir kommen gerade recht gut durch, was die Main-Progression des Spiels angeht. Die auch der Main-Focus dieser Spaces nebenbei. Also wir werden jetzt hier nicht jedes Auto kaufen, alle Events machen und sowas. Wir wollen diese Main-Progression, diesen Main-Progression-Tree will ich schaffen. Da will ich hauptsächlich zum Meister und so hochkommen. Und ja. Bauern, da müsste ich mal gucken. Wir haben ja noch keinen entdeckt, das ist das Problem. Also wir müssen auf der Map mal schauen. Irgendwo müsste es einen geben. Ich habe den nur nicht, war ich noch nicht da, deswegen haben wir da noch kein Auto gekauft. Den Subi holen wir noch. Sprung, wunderbar. Boah. Der Evo ist wirklich rutschig für das, was er ist. Ist echt weird. Der E46 M3 ist viel, viel stabiler als er hier. Moin. Einmal schön reingefahren. Stand mir im Weg. Hallo? Spiel?
Ja. Gut. Ich finde immer gut, wie das Spiel so nach 2 Stunden entscheidet, so, ey, jetzt wäre einfach mal praktisch den Stream zu ändern. Wir haben noch kurz vor 10, ich würde jetzt schon gerne noch ein bisschen länger spielen. Jetzt kriegt das Spiel nicht mal mehr aus, Alter. Das Spiel ist einfach stehen geblieben. Und Alte 4 macht gar nichts. Wo ist denn das Spiel jetzt? Machen wir mal ganz kurz aus. Warum schmiert denn das immer ab? Na wird. Na gut, wir starten es nochmal. Also ich will zumindest, wie gesagt, wir haben jetzt kurz vor 10, ich meine jetzt nicht schon Feierabend. Ich starte es gerade nochmal neu. Toll, Alter. Ist wirklich sehr passend immer. Das Spiel schaltet immer, wenn der Stream zu Ende ist. Aber nee, jetzt sage ich eindeutig, ist noch nicht. So. Da sind wir wieder. Ich bin gespannt, wo das Spiel jetzt stehen geblieben ist. Aber was gut ist, wir können es in dem 3GDR nehmen. Hast du Probleme im Motorfest gehabt? Gar nichts. Also ich habe keinerlei Probleme. Hier haben wir meinen anderen E46. Mein M3 steht ja in meinem Apartment. Klassiker. Da habe ich meinen M3 auch immer mein GTR mal stehen. Dann holen wir mal gerade kurz meinen M3 GTR aus der Garage. Der steht hier drüben nämlich. So, Garage. Die Garage dürfte sehr sick aussehen, weil ich jetzt zwei... Ja, das ist einfach eine schöne Garage, ich sage es euch. Das ist einfach eine schöne Garage. So, den hätte ich gerne einmal. Da sind wir auch ein bisschen schneller. Bin mal gespannt, ob er mir jetzt die Strecke, die ich gefahren habe, gemerkt hat zumindest. Klassisches Auto, was da aus der Garage rollt. Hat er sich das zumindest gemerkt, wo wir waren? Ah, sieht nicht so stark danach aus. Nee, das hat er sich gar nicht gemerkt. Sie keinen Meter gemerkt. Ach, bumst dich doch. Aber wie gesagt, haben wir hier kein anderes Event in der Nähe. Ich will den Wagen fahren. Ist das die Vortour? Ja, man kann schnell. Kopf an Kopf gewinnen. Gibt halt sonst doch kein A-Klasse-Event, ne? Das Einzige ist wirklich das hier unten, ey, Mann. Nee, nicht das hier unten. Das da. Nee, das da. So, machen wir nochmal. Welche Plays mochtest du bisher am meisten? Von denen, die ich jetzt so gespielt habe, also ich habe ja nur die, die ihr bisher im Video gesehen habt, gespielt. Ich glaube, war Donor Media, glaube ich, die mit am besten. Donor Media fand ich mit am besten, ja. Die fand ich sehr gut. So. Ja, das Menü von Motorfest ist sehr überladen, muss man leider sagen. Das hatte sich schon ein zweites Problem auch schon. Ich finde es für Motorfest noch ein bisschen unübersichtlicher, leider. Vielleicht für jedem Menü ist wirklich nicht zuträglich für die Übersicht. So, lass mal ein bisschen fliegen. Gut, dass ich das wortwörtlich nehme, wenigstens. Ich nehme es zumindest wortwörtlich, ist doch schön. Wenn jemand, der zu seinen Wörtern steht. Der ist, warum ist der gerade so los? Ja, komm! Dann machen wir zumindest ein paar mehr Kilometer in kürzerer Zeit. Oh Gott! Wie findest du das Motorfest im Vergleich zu NFS und Anbauen und Forza 5? Sehr gut. Existiert perfekt parallel zu den Spielen. Ich würde die gar nicht miteinander vergleichen. Ich finde, Extreme Motorfest hat nichts mit Forza Horizon zu tun und auch nicht mit Need for Speed. So drei schöne Arcade-Racer, die ganz alle drei schön eigene Ansätze und Ideen haben. Und aktuell kann ich einfach nur alle drei sehr empfehlen. Also ich finde, als Fan von Arcade Open World Racing hat man momentan eigentlich ein ganz gutes Standing. Forza Horizon 5 ist jetzt mittlerweile echt wieder auf einem sehr guten Weg. Need for Speed am Bauen macht immer noch Spaß. Und Extreme Motorfest, muss ich sagen, unterhält mich sehr, sehr gut. Und dann haben wir im Frühjahr noch das neue TDU. Also wie gesagt, Open World Arcade Racing Fan hat man momentan eigentlich, kann man sich nicht beschweren, würde ich behaupten. Schreibt es auch mal einen 6 oder haben wir den nicht mehr? Ah doch, da ist er doch. Ah, guck mal, ein bisschen Tempo hier. Gleiche Flugbahn, sehr schön. Am Bauen kann man im Multiplayer, finde ich, auch immer noch jetzt aktuell vor allem sehr gut spielen. Man hat sehr, sehr schöne Auswahl. Das Balancing der Link-Ups finde ich ein bisschen schwierig mittlerweile. Die waren am Anfang zu häufig, jetzt sind es zu selten.
Sie haben noch nicht. Kurt Hennig hat noch nicht so ganz einen Sweet Spot gefunden, wie häufig die Dinger auftauchen sollten. Also als die rauskamen, waren sie jetzt häufig, dass Leute keine Rennen mehr gefahren sind. Jetzt kommt es zu selten, als dass wenn du viel Link-Ups spielen willst, du einfach sehr lange warten musst. Also die können noch Mühe häufiger kommen. Für mich ist es reichen, wenn man da eine Playlist entspannt zwischenschafft und dann wieder Link-Up auftaucht, wäre für mich so das perfekte Balancing. Momentan dauert es, ich glaube, fast eine Stunde, bis die Dinger wieder auftauchen. Der schöne Motorsport kommt ja Anfang Oktober auch. Freue mich auch sehr drauf. Also ich habe ja die Preview-Version gespielt, ihr habt es ja auf dem YouTube-Kanal gesehen. Klar, wie gesagt, Fahrzeugmodelle sind nicht up-to-date und so, jetzt mal davon ab. Was für mich aber jetzt das Game am Ende nicht bricht. Klar, es ist schade und es wäre natürlich cool, wenn die Autos auch alle dem aktuellen Standard entsprechen würden. Aber das bricht für mich Forza Motorsport auf jeden Fall nicht. Fahrphysik ist wirklich insane gut. Ich hatte wirklich einfach sehr viel Spaß am Fahren, was bei Forza Motorsport 7 auf jeden Fall nicht der Fall war. Und da freue ich mich aber sehr drauf. Es hat einfach viel Spaß gemacht. Die Progression mit den Tuning-Kerle freischalten, ja, das ist auf jeden Fall diskussionswürdig. Es ist sehr grindy. Im Rahmen der Kampagne stört es mich nicht, weil da hast du einfach eine Sache, auf die du hinarbeiten kannst. Finde ich ganz cool. Also im Rahmen der Kampagne und der Bilder-Cups finde ich es voll in Ordnung. Wenn man die aber mal abgeschlossen hat und dann natürlich dann für sich Autos aufbauen will oder für den Multiplayer, dann ist die Mechanik natürlich so ein bisschen anstrengend. Und hindert natürlich schon an viel freier Entfaltung. Im Rahmen, wie gesagt, der normalen Singleplayer-Progression finde ich es aber cool. Aber mal abwarten. Wie gesagt, an sich habe ich auch mehr Bock drauf und wie gesagt, könnte ich schon drauf einstellen. Es wird natürlich auch ein Let's Play sofort am Motorsport kommen, sobald es rauskommt. Das ist natürlich auf jeden Fall fett auf der Liste. Und ich denke, vor dem Motorsport werden wir auch recht viel aktive Multiplayer spielen, wenn das Regelsystem gut sein sollte. Und dann wird es, denke ich mal, auch den einen oder anderen Multiplayer-Stream hier auf Twitch geben. Da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. So, 28k gibt's als erster. Nettes Gegnerfeld. Das ist auf jeden Fall nicht alles A-Klasse-Fahrzeuge, weil der Subaru SI wird keine Fall A-Klasse sein. Ich glaube, ich bin sehr Overkill in meinem Fahrzeug hier. Das werden wir jetzt gleich merken, wenn ich die Gegner sehr stark abhänge. Oder Scarlett einfach in Shell die Handbremse gezogen zu lassen am Start. Auch eine Option. Danke für nix. Ja, ich habe ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Ein klein Müh. Naja, soll mir egal sein. Ich durfte jedes Auto wählen oder nehmen, dann darf das Spiel mich dafür nicht bestrafen. Das Gute ist mit dem Rennen jetzt. Aua, ja, natürlich. Ach komm, jetzt 20 Büsche, 50 Bäume und alles nicht umfahrbar. Mann, Alter. Das Gute ist, dass wir das Rennen jetzt hier drüben fahren, weil wir jetzt auch den Map-Bereich mal anfangen. Weil wir sind ja noch sehr im Süden der Karte die ganze Zeit nur unterwegs gewesen. Bisschen im Osten. Aber wir haben ja bisher, obwohl wir jetzt schon Experte sind, gefühlt nichts von der Map gesehen. Also wir haben ja gefühlt keine Exploration betrieben. Wir sind ja nur von Event zu Event gedackelt. Und haben gefühlt noch nichts von der Map angesehen. Könnt ihr euch schon im nächsten Stream drauf reinfreuen? Da werden wir genug von der Map sehen. Die Inseltour wird dauern. Da könnt ihr euch schon mal auf jeden Fall eindecken. Da sind wir eine Weile unterwegs. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder so ist man locker unterwegs. Ne? Meine ich, Dreiviertelstunde, 15 Minuten so ein Dreh. Ist, glaube ich, so, was man für die Inseltour einplanen muss. Im Vergleich dazu, Siegstuhl Motorfest, fährst du in einer Viertelstunde die Insel einmal obenrum. Ne? Daran merkt man, dass es natürlich keine 1:1 Recreation ist. In Six Crew Motorfest ist, was ich aber nicht schlimm finde. Ich finde trotzdem war in Six Crew Motorfest sehr gelungen, weil es sehr schön detailliert ist. Weil es sehr schön Detailgrad hat. Den M3 gab es Vanille auch nicht in TDU. Das ist gemoddet. Ach, 20 Gold hier. Einfach mal ein bisschen Kohle. So, was haben wir denn hier jetzt drüben hier noch entdeckt? Jetzt gucken wir mal gerade um, wenn wir hier sind. Hier haben wir noch ein Event gerade sogar vor uns. Das ist aber Pagani. Pagani, hier haben wir B-Klasse, da haben wir noch nichts. Und hier ist Ferrari. Wir müssen auf jeden Fall, da haben wir überhaupt einen Ferrari-Dealer mal frei. Da ist ein Subaru-Dealer. Guck mal, ich habe einen Subaru-Dealer gefunden. Da ist ein Subaru-Dealer. Ich frage mich auch, wo der Japaner-Tuner ist. Wo ist denn der, Alter? Das würde mich jetzt echt interessieren, wo der scheiß Japaner-Tuner ist. Sehe ich den überhaupt? Nee, ne? Weiß nicht, kommt jetzt irgendwie oben oder so.
Oh, das haben wir auch Ferrari. Aber wo ist der Japaner-Tuner? Oder gibt es noch keinen? Hier ist keiner. Das ist British Parts. Das ist European. Und der ist American. Aber ich finde auch keinen Japaner-Tuner. Eigentlich südwestlich süd. Da müsste er hier unten sein. Aber hier ist kein Tuner. Aber, komm, zum Ende des Streams kann ich mir doch einfach nochmal einen Subaru gönnen, finde ich. Ich finde es jetzt ein guter Zeitpunkt, dass wir zum Subaru wieder noch fahren. Ich weiß nicht, ob wir einen Subaru leisten können, aber zum Ende würde ich mich gerne noch mit einem Subaru beglücken. Du musst dort hinfahren, es aufzudecken. Achso. Wir fahren mal zum Subaru-Dealer. Wie gut, dass Subaru einen eigenen Dealer hat. Das finde ich einfach perfekt. Das ist top. Ich glaube, das Spiel hatte, glaube ich, den Hawkeye, glaube ich, Vanilla, ne? Ich glaube, der Hawkeye STI war, glaube ich, Vanilla sogar im Spiel, wenn ich nicht ganz irre. Die Japaner-Auswahl Vanilla in TDU ist sehr, sehr gering. Es gibt sehr wenige Japaner nur Vanilla. Ich glaube, so gut wie kaum welche. Ich meine, es gibt Subaru, glaube ich, einen Vanilla. Ich meine, der Hawkeye. Wenn ich mich irre. Orange. Wir bauen auf gar keinen Fall einen orangen Subaru. Ich muss dort hinfahren, um aufzudecken. Ja, wir werden ja eh noch ein paar Rennen hier in der Gegend fahren, dann wird es ja auch wieder passieren. Nein, nur in TDU 2. Oh, hoppla. Ah, dann habe ich die Spiele gerade verwechselt. In TDU 2 gab es einen Hawkeye. Ah. Okay. Da gab es, glaube ich, auch den Skyline-Vanilla, ne? Meine ich. Dann hat TDU 1 gar keine großen Japaner, stimmt. Ja, ich vermische die beiden Spiele immer so ein bisschen. Und ich muss sagen, ich finde den Vibe von TDU 1 immer noch ein bisschen attraktiver als TDU 2. Weil wir diese Botox fressen und die ganzen Gesichter da so ein bisschen mich aus dem Spielflow rausholen. Und die Kampagne und so irgendwie so ein bisschen aufgesetzt wirkt. Ich meine, hier gibt es keine wirkliche Kampagne, was natürlich auch scheiße ist, sind wir ehrlich. Eine schöne Singleplayer-Kampagne gehört schon dazu, finde ich. Aber so das Urlaubsfeeling kommt hier mehr rüber. Jetzt Bugatti, okay, nett. Ne, TDU 2 werden wir nicht direkt danach Let's Playen. Wir werden es vor Release von Solar Crown auf jeden Fall noch Let's Playen, ja. Aber ich will da ein bisschen Pause zwischen haben. Wie gesagt, hiernach dürfte voraussichtlich mit einer Club LA kommen. Hoppla. Nissan 350Z Nismo und GTR F30 gab es beim Japan-Händler. Aber bei TDU 2 erst oder nicht? Oder bei TDU 1 schon? Der hat irgendwie den F34 gar nicht als Vanilla im Kopf. Bei TDU 1. Ach krass, der F34 gab es Vanilla. Ich dachte, wäre gemoddet sogar, okay. Was war mit der Polizei hier los, Junge? Der war ja Full Sin unterwegs, der Bro. Im Hintergrund steht auch noch gecrashed, wunderschön. Der F34 gab es bei TDU beispielsweise nicht. Boah, ich blick wirklich nicht durch, welche Spiele, welche Autos wegen. Holy shit, welche Autos wegen TDU drin waren. Okay, wir haben den BRZ zur Auswahl. Wir haben den 22B für 50k. Günstiger 22B. Dann haben wir den WXSTI Bugeye. Nice. Dann, ach, wunderbar, Blobeye. Dann Hawkeye. Dann eben den, geil, wir haben sogar Limousine und Hatchback. Das ist cool. Das ist geil, dass wir beide haben. Und Legacy RS, auch nice. Aber wir sind natürlich für einen Subaru hier. Da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, welcher das sein könnte. Nämlich dieses wunderbare Kfz hier. Wunderschön, wird gekauft. Wir nehmen den in... gibt ein bisschen Felgenauswahl. Ah, guck mal, hier gibt ein bisschen Felgenauswahl. Es gibt ein bisschen Felgenauswahl, das finde ich gut. Dann nehmen wir diese hier. Das sind aber auch Traumfelgen, die ich für einen Subi haben will, ne? Also es gibt zwei Felgensätze, die ich für einen Subaru unbedingt noch haben will, auch wenn ich weiß, dass der TÜV die gar nicht geil findet. Einerseits Enkei RPF1, ich finde die einfach ultra cool. Den, davon hätte ich gerne einen Satz. Und Workmeister S1. Poliertes Bett, weißer Stern, mehrteilig. Da hätte ich Bock drauf. Das sind so die beiden Felgen, auf die ich noch Bock hätte, die für einen Subaru zu haben. Deswegen werden wir hier einen schönen Satz weiße Enkei RPF1 draufpacken und den Wagen natürlich auch in wunderbar Pure White. Dinger, das sieht aus wie aus Chernobyl. Junge, der hat gar keine Konturen mehr, weiß in dem Spiel. In Pure White holen, auch wenn die Kiste jetzt aussieht, als wäre sie gerade ein bisschen überstrahlt. Ach, guck mal, wir haben unseren Scooby. Habe ich T37 SL auf meinem 350Z, ultra geile Felge.
doofe Frage, wo hast du die eingetragen bekommen? Also, okay, gehen wir mal von dem Punkt aus, dass du sie eingetragen hast, weiß ich ja nicht, aber das wäre jetzt dran zu wissen, weil Gutach gibt's ja keine. Ach, wunderhübsch, zwar Linkslenker, ein bisschen Rotz, aber trotzdem 180 km/h Tacho. Ja, das macht ja keinen Sinn, die Kombination, aber gut, lassen wir das. Weil entweder hast du 180 km/h Tacho oder Linkslenker, oder Rechts-Linkslenker, aber nicht beides. Das, die Begrenzung gibt es in Europa nicht. Aber schön. Boxerklang ist doch ganz gut. Das ist doch ganz gut. Sven, danke schön für deinen Prime-Star. Vielen Dank. So, wir bringen dieses wunderbare KZ aber jetzt mal in unser Garage. Und nächstes Mal, wie gesagt, fangen wir an mit der großen Tour. Also nächstes Mal, direkt zum Start, ballern wir uns wunderbar in diese Inseltour rein. Das Gute ist, mit der haben wir auch, dass wir sehr, sehr viele Sachen entdecken und zu Autohändlern schneller kommen und so. An sich super viel aufwendig, diese Rennen zu fahren, aber für die Progression am Ende ist es für uns, macht es uns einiges einfacher. Aber die will ich auf jeden Fall als nächstes machen. Ah, great. Der sieht gut aus. Die Front ist komplett budget, also so sieht Subaru nicht aus. Die Front ist hier ein bisschen sehr gestaucht. Das sieht, ist so ein bisschen so, als wäre der Subaru einmal gegen die Wand gefahren. Aber na gut. Warum hast du einen Pokéball-Schaltknopf? Weil ich Bock drauf hatte. Deswegen, ich habe einen Pokéball-Schaltknopf, weil ich Pokémon cool finde. Und deswegen habe ich einen Pokéball-Schaltknopf. Aber den beiden Autos ist schon gut. Und ich muss sagen. Hoppla, nein, 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 nein. Und ich muss sagen. Ich mag mein Subaru gerade komplett in der Folierung und so, aber wenn man den jetzt gerade mal so komplett clean sieht, es wird auch mal eine Phase geben, wo ich den, denke ich mal, komplett clean weiß mit weißen Felgen fahre. Ich weiß noch nicht, welche Felgen. Ich bin auch immer wieder überlegen, meine Felgen, die ich jetzt drauf habe, weiß zu lackieren, aber ich weiß nicht, ob das aussieht. Aber wenn das scheiße aussieht, habe ich mir ganz hart Felgen verkackt. Ich bin immer noch sehr hart am Grübeln, muss man sagen. Aber für den heutigen Stream, liebe Leute, werde ich erstmal raus. Ich bedanke mich wieder sehr für den Support. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns diese Woche auf jeden Fall nochmal zu einem weiteren Stream. Entweder Mittwoch oder Donnerstag. Einen der beiden Tage werde ich auf jeden Fall live sein. Da werde ich euch auf jeden Fall dann Bescheid geben. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Morgen einen schönen Dienstag. Und wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Haut rein, bis dann und tschö, tschö.